gucken jetzt mal, was in der Zeitung steht. 20. Juni 41. Kroatien tritt Drei-Mächte-Pakt bei. Venedig, der kroatische Premierminister Ante Pavelic unterzeichnet den Beitritt Kroatien zu einem Militärbündnis zwischen Italien, Japan und dem Deutschen Reich. Tageblatt, Finnland verlässt den Völkerbund. Die finnische Regierung gibt bekannt, dass der Völkerbund dem Land keinen Nutzen mehr bringe und erklärt seinen Rückzug. Anzeiger, USA weist deutsche Botschafter aus. Die US-Regierung hat Deutschland aufgefordert, alle deutschen Botschaften in den USA zu schließen. So, und hier klicke ich jetzt mal gleich am Anfang auf diesen Schnipsel, damit das geklärt ist, das ist kein interaktives Element. Großes Thema im letzten Stream. So, gut. Wir sind das erste Mal jetzt hier im Jahr 1941. Das ist unsere Truppe. Bevor wir irgendwas unternehmen, stelle ich euch erstmal unsere Leute vor, für diejenigen, die das letzte Mal nicht dabei waren, beziehungsweise für solche Leute wie mich, die immer alles vergessen. Also, wir haben Julius Scheuermann, das ist sozusagen der Haupt, das Haupt der Truppe. Der ist arbeitslos. Ich weiß gar nicht, war er von Anfang an arbeitslos. Er ist Anarchist und ihr seht seine Werte überall ein bisschen gut. Wir haben ziemlich stark auf Geheimhaltung gesetzt bei allen Leuten. Dann haben wir, also eigentlich war ursprünglich der Plan, dass wir Anarchisten, ein bisschen anarchistisch unterwegs sind. Das hat sich dann im Laufe der Zeit aber, ja, man konnte das nicht so durchhalten, haben wir gemerkt. Weil ein paar Leute abgehauen sind, ein paar neue Leute reingekommen sind, die anders ticken und so weiter. Also wir haben Willi Irre, der ist Beamte und Anarchist und er ist kribbelig. So, er ist stark. Er ist, glaube ich, der Einzige, der so stark ist. Dann haben wir Christian Sauer, den können wir auch noch upgraden. Der ist Schreiner und katholischer Konservativer und Anführer. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Perk. Er Propaganda 3, Stärke 3, Empathie ist ein bisschen schwach. Empathie ist überhaupt ein bisschen schwach, ich glaube, das steigere ich jetzt auch. Dann haben wir Elise Hoffmann, Journalistin, christlich-liberale und Mediatorin. Die ist besonders stark im Bereich Propaganda, das ist ihre Superkraft. Und wir haben Josef Herzberg, Schlosser und Monarchist und er ist Egoist. Das ist eher ein Problem. Es gibt ja eher so gute Perks und schlechte Perks eindeutig. Das ist eher ein schlechter. Ja, ihr seht es. Auch er nicht so richtig gut in irgendwas, aber auch nicht so richtig schlecht. So, das sind unsere Leute. Jetzt zu dem, was wir davor haben. Ich guck mal. Ich guck mal, ob ne. Wir Katholiken haben keine Empathie, Eike. Das will ich zumindest nicht damit sagen. Okay, Sauer und Irre. Beste Voraussetzung für Terrorismus. So, wir haben es, das will ich nochmal in Erinnerung bringen, im zweiten Kapitel geschafft, den Turm vom Olympiastadion zum Einsturz zu bringen, also zu sprengen. Das war wirklich eine große Tat, denn ich habe mir mal die globale Errungenschaftsliste bei Steam angeschaut. Das haben, glaube ich, nur 2-3% der Leute bisher geschafft. Und insofern ist es natürlich unser Ziel, erstmal irgendwie zu überleben, durchzukommen. Aber ich versuche schon knallhart darauf hinzuarbeiten, dass wir eines der großen Ziele innerhalb von 20 Wochen erreichen. Und das wäre, also ich stelle euch mal alle potenziellen Möglichkeiten vor, Stimme der Freiheit. Von Unterstützer Konrad Budde erfahren wir, dass wir das Hauptfunksignal außer Kraft setzen können, indem wir in den Berliner Funkturm einbrechen. Das wäre eine Möglichkeit. Ich glaube, ich muss hier reingehen. Dann, achso, vielleicht nochmal wichtig zu wissen, wir brauchen dafür kritische Informationen und Militäruniformen. So, dann gefrorene Blitze. Quellen zufolge entwickelt die Wehrmacht dort eine Wunderwaffe, um den Krieg zugunsten der Deutschen zu entscheiden. Wir sollten die Anlage ausspionieren. Auch dafür brauchen wir genau dasselbe. Und wir haben hier die Möglichkeit, sichere Überfahrt. Mark, einer unserer Kontakte, der im jüdischen Waisenhaus arbeitet, ist besorgt, dass das Regime plant, die Kinder des Waisenhauses zu deportieren. Ja, und dafür brauchen wir Militäruniform und einen LKW. Und ich will euch sagen, ich habe eine klare Präferenz, was wir machen. Ich würde gerne das hier angehen. Das finde ich am interessantesten, weil bei diesen ganzen anderen Aktionen, ich finde das so ein bisschen unklar. Okay, wir sprengen diesen Turm da vom Olympiastadion. Aber es war so ein bisschen unklar, bringt das jetzt irgendwas? Was ist denn das für ein, ist das das richtige Signal? Hier können wir wirklich endlich mal helfen, jüdische Kinder
retten. Ich finde, das ist doch ein ehrenwertes Ziel, ganz konkrete Hilfe. Das sollten wir angehen. Und das heißt, unser Ziel ist es, dass wir irgendwie 3 Militäruniformen rechtzeitig und einen LKW bekommen. Das muss das Ziel sein. Dazu müssen wir vermutlich hier Dinge aufdecken. Dafür wiederum brauchen wir neue Unterstützer. 30 im ersten Schritt, hierfür 40. Ich weiß nicht, ob noch andere Fragezeichen auftauchen können. Hier hinten haben wir noch was. 15. Wieso 15 haben wir doch eigentlich schon? Egal. Gut. So, also das ist erstmal der große Plan. Ja, die Gruppe hat Anarchistenzüge, aber wir haben das beim letzten Mal in der Tat schon gemacht. Wir haben da schon was gesprengt. Und ich finde, eine sichere Überfahrt, warum sollten Anarchisten nicht irgendwelche Kinder vor dem Tod retten? Passt doch genauso, oder? So, jetzt müssen wir anfangen zu überlegen. Also, wir wissen noch nicht, wie wir an Wehrmachtsuniform kommen und an das an ein LKW. Wir wissen aber, wir brauchen immer Geld und wir brauchen Unterstützer. Geld sehe ich im Moment. Und wir brauchen bestimmt, ich weiß nicht, ob wir die Werkstatt brauchen, aber in die Richtung sollten wir vermutlich gehen. Das heißt, das ist hier auf jeden Fall mal wichtig, Spenden sammeln. Ich sehe im Moment, was ist hier oben? Bücher verkaufen. Papier kaufen, aber ansonsten sehe ich nichts, wo wir Geld verdienen können. Das sind alles nur Informationen und Bücher kaufen. Das war bisher noch nie unser Ding. Ja, okay. Also das ist auf jeden Fall eine Pflichtsache, dass wir uns erstmal hier mit einem Freund verabreden, damit wir an Geld kommen. Ich sehe echt, wir haben echt Probleme hier, merke ich gerade, an Geld zu kommen. Ist nur diese eine Möglichkeit. Okay, also dann geht's hier los. Beziehungsweise wir werden erstmal Christian Sauer aufleveln. Ich werde Empathie mal leveln. Das ist unsere große Schwäche in der Gruppe. So, das haben wir gemacht. Ich habe 10. Stimmt, ich habe 10. Das nächste Ziel ist 15. Entschuldigt. Ja. Gut. So. Jetzt ist die Frage, wer... Ich habe völlig vergessen. Es gab bei uns so ein, zwei Kandidaten, die richtig gut waren, Geld zu sammeln. Aber... warte mal, das sind eher Anarchisten, die hier gefragt sind. Okay, das ist super safe. Im Prinzip am Anfang ist es auch alles nicht so wichtig. Ich weise das erstmal zu. Wir werden jetzt mit vielen Leuten erstmal sprechen. Dass wir uns Optionen freischalten. Hier haben wir einen Freund in Kreuzberg. Der will auch vor allem mit... Ja, das sieht gut aus. Dann haben wir hier einen Sozialdemokraten. Ja, da sind Arbeiter hilfreich. Das ist doch Christian Sauer, das passt auch perfekt. Wunderbar. So, dann haben wir hier unten einen Gewerkschafter. Ja, jetzt wird es ein bisschen schwierig. Christlich-liberal ist, glaube ich, aber hier egal. Können wir aber auch das nächste Mal machen. Schlosser und Monarchist ist hier nicht so gern gesehen. Wir haben aber noch ein paar andere Gespräche. Machen wir oben mal. Gewerkschafter ist aber dasselbe. Was haben wir hier noch? Einen Freund. Moderat, liberal, Akademiker, Idealist und inspirierend. Ja, treffen wir mal den erstmal. Und dann bleibt noch für Josef. Kaufen will ich erstmal nichts. Wir müssen überhaupt mal gucken, was haben wir eigentlich? Schaut mal. Oh, wir haben 120 Mark. Wie kommt das denn? Haben wir das aus dem anderen übernommen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Und wir haben einen Knüppel. Einfach, aber wirkungsvoll. Manchmal gibt es nur wenige andere Möglichkeiten. Und wir haben Zubehör. Ein Paket mit Lebensmitteln und anderen Alltagsgütern, die jetzt rationiert sind und für die Untergetauchten kaum noch zugänglich sind. Okay, das scheint auch irgendwann wichtig zu werden. Und wir haben noch einen Gaunerkontakt, Haro Tietke. Aber im Moment kann er uns nicht helfen. Das wird später noch kommen. Gut. Herzberg, wo schicken wir dich hin? Ah, ein Beamtentreffen. Das ist doch hier das perfekte Ding für dich. Der will Monarchisten... Okay, dann haben wir erstmal alle Talks. Wir haben leider keine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Das müssen wir erstmal verschieben, aber wir haben ja 120. So. Schauen wir, was der Chat noch sagt, bevor ich loslege. The White Duke meint, Elise war für Geld gut. Ah, okay, alles klar. Werden wir testen nachher. Aha, also das ist in der Tat ein bisschen komisch, warum es eigentlich Gruppen gibt, wo man schon weiß, was passiert
und Gruppen gibt, wo man noch nicht weiß, was passiert. Ich weiß nicht, was für ein System dahinter steht, ist aber auf jeden Fall interessant, ja. Okay, 79 Voller schreibt, man startet immer mit Standardausrüstung, die vorgegeben ist, in den einzelnen Kapiteln. Das finde ich auch ein bisschen schade. Ich meine, das ist nachvollziehbar, weil jetzt ja sind ja 5 Jahre vergangen seit dem Kapitel 2. Aber so als Belohnung wäre das irgendwie ganz cool. Wobei wahrscheinlich das vom Balancing dann ein Problem ist, ne? Gut. Das hat mit den Anhängern zu tun, sagt Harry Takt. Oder Joon sagt, weil wir die vorher freigeschaltet hatten vielleicht. Okay, wir starten einfach mal. Mal gucken, was passiert. Das ist erstmal noch relativ unspektakulär. So, unsere 10 Unterstützer spenden 3 Mark und es geht los erstmal. Wir treffen uns mit einer Freundin in Lichtenberg. Früher hat sie die Nazis kritisiert und wir wollen herausfinden, ob sie bereit ist, uns zu helfen. Es stellt sich heraus, dass sie heute die Nazis noch mehr hasst als früher. Wir bieten ihr die Gelegenheit, etwas gegen das Regime zu unternehmen und sie stimmt begeistert zu. Okay. Ich rechne damit, dass jetzt alles normal läuft. Okay, wir sprechen mit der Sozialdemokratin. Sie ist bereit, uns zu helfen. Moral und Unterstützer bekommen wir. In Kreuzberg ist die Sache ein bisschen riskanter. Willi Irre ist am Start. Eine Freundin. Ja, das ist dasselbe wie am Beginn. Ein Unterstützer, Moral 2. Vor allem geht uns aber darum, neue Optionen freizuschalten. Josef Herzberg. Oh, interessant. Wir haben hier noch einen Unterstützer, der uns mehr helfen kann. Da bin ich mal gespannt, was der noch bringt. Und Elise Hoffmann trifft sich. Leider wurde sie gesehen. Okay, wow. Gleich am Beginn bei so einer einfachen Geschichte. Na gut. Ich sitze auf einem bequemen Stuhl im Schatten eines alten Apfelbaums. Im Schrebergarten der Mannholz. Volker und Anne Mannhold decken den Tisch. Es gibt Kartoffelsalat, frisches Brot und Apfelkuchen. Das sieht köstlich aus. Ist es auch, sagt Frau Mannhold. Wir kommen gleich. Der Tisch ist gedeckt, Volker stellt 2 Stühle neben mich und alle nehmen Platz. Na, wie gefällt Ihnen unser neues Paradies, fragt er und zeigt auf den Garten, der uns umgibt. Es ist wunderschön hier, wie sind Sie an ihn rangekommen? War nicht leicht, sagt Frau Mannhold. Jeder wünscht sich gerade einen Schrebergarten. Es gibt eine lange Warteliste. Aber es hat geholfen, dass wir Kinder haben und vor allem die Tatsache, dass Volker in der Wehrmacht dient. Wann endet Ihr Urlaub? Volker trägt seine Wehrmachtsuniform. Es ist der einzige Hinweis darauf, dass wir uns im Krieg befinden. Morgen schon, sagt er. Der Urlaub ist viel zu schnell vorbei. Morgen schon? Sollte der Fronturlaub nicht länger sein, frage ich. Alle Fronturlaube wurden gestrichen. Ich gehe auch nicht zurück nach Frankreich, sondern an einen geheimen Ort, sagt Volker. Etwas ist im Gange. Wir wissen natürlich schon, was im Gange ist. Haben Sie eine Ahnung, was los ist? Darüber könnt ihr später reden, sagt Anne. Jetzt essen wir erst einmal. Elsbeth, Klaus, wascht eure Hände und nehmt Platz. Wir nehmen auch Platz. Ich setze mich auf den Stuhl gegenüber von Volker. Anne legt Würstchen, Kartoffelsalat und ein Stück frisches Brot auf jeden Teller. Klaus wischt sich die Hände an der Hose ab und gesellt sich zu uns. Danke, das sieht wirklich köstlich aus. Ich will noch ein Würstchen, sagt Klaus und hält seinen Teller hoch. Benimm dich. Das letzte Würstchen ist für unseren Gast. Warte, bis Herr Scheuermann fertig ist, sagt Volker Mannhold. Aber ich habe jetzt Hunger, quengelt Klaus. Dann iss eben mehr Kartoffelsalat, sagt Anne. Oder noch eine Scheibe Brot. Kein Problem. Klaus kann gerne das letzte Würstchen haben. Seht ihr, sagt Klaus und schnappt sich schnell das letzte Würstchen. Wir können jetzt ein wenig ausruhen, sagt Anne, als unsere Teller leer sind. Gleich kommen die Gutmanns zu Kaffee und Kuchen. Sie sollten jeden Moment hier sein. Du hast die Juden eingeladen, fragt Klaus. Warum das denn? Weil sie unsere Nachbarn sind, sagt die Mutter. Deshalb. Jetzt geh und spiel im Garten. Ich rufe dich, wenn es Kuchen gibt.
Was ist in Frankreich los? Für die Wehrmacht ist es ein schönes Leben, klar. Es gibt den Widerstand sicher. Es gibt immer noch eine Exilregierung und die Force Française Libre. Aber in den Augen der Wehrmacht ist Frankreich besiegt. Ohne Hilfe aus dem Ausland besteht keine Chance für den Widerstand. Und wie stehen die Dinge in Paris? Wir waren ja schon in Paris beim letzten Mal. Nun, die Stadt ist besetzt. Es ist immer noch Paris, klar, aber es wimmelt von unseren Truppen, unserer Polizei, unserer Geheimpolizei. Ich erinnere mich an den schönen Tag in Paris im Sommer 36. Warte mal, war der mit dabei? Oder nee, stopp, das ist ja ein Zitat Ende. Das sagen wir als Person, ne? Wie wirkt sich das auf das Leben der Pariser aus? Clubs spielen die Musik, die die Deutschen hören wollen. Theater spielen die Theaterstücke, die die Deutschen sehen wollen und sogar die Bordelle. Er sieht seine Frau an. So habe ich gehört, fügt er hinzu. Sogar die Bordelle gehen auf die Wünsche der deutschen Besatzer ein. Ich verstehe. Was ich gerne wissen möchte, was hat es mit diesem geheimen Ort auf sich? Wohin müssen sie? Wo ist der geheime Ort? Ich habe doch schon gesagt, ich weiß es nicht, sagt Volker. Ich weiß gar nicht, dürfen wir da so, ist es nicht auffällig, wenn wir da so nachhaken? Aber was vermuten Sie? Es gibt Gerüchte, sagt Volker Mannhold. Was sind die Gerüchte? Einige sagen, wir werden in Russland einfallen. Aber Deutschland und Russland haben einen Nicht-Angriffspakt. Einerseits ergibt es Sinn, es ist das, was er immer wollte. Hitler hasst Russland und die Russen. Andererseits haben Deutschland und Russland einen Nicht-Angriffspakt unterzeichnet. Entsprechen diese Gerüchte der Wahrheit, hieße das ein Krieg an zwei Fronten. Völliger Wahnsinn, wenn Sie mich fragen, sagt Volker. Ein Paar im Alter der Mannholz betritt den Garten, gefolgt von einem blassen, großgewachsenen Jungen, vielleicht 15 Jahre alt. Ach, da sind die Gutmanns, sagt Volker. Setzen wir unser Gespräch später fort. Ja, natürlich. Zum zweiten Mal setzten wir uns an den Tisch. Diesmal servieren Volker und Anne Apfelkuchen und Kaffee. Die Gutmanns haben einen süßen Honigkuchen mitgebracht. Bitte nehmen Sie ein Stück, sagt Herr Gutmann und reicht mir den Kuchen. Im Augenblick nicht, danke, ich brauche eine Pause, ja, nach dem Kartoffelsalat. Anne schickt die Kinder zum Spielen in den Garten. Du kannst aufstehen, Elias. Geh mit Klaus spielen. Er ist ein netter Junge. Du wirst sehen, sagt Frau Gutmann. Elias steht widerwillig auf und gesellt sich zu Klaus und Elsbeth. Wir trinken ein bisschen Kaffee. Wie war die Fahrt? Fragt Volker. Gut, sagt Louis Gutmann. Es war nicht gut, widerspricht Paula Gutmann. Es war heiß, es war stickig und es hat ewig gedauert. Ich vermisse es wirklich, mit dem Auto zu fahren. Was soll's, sagt Louis, wenigstens lassen Sie uns noch mit der Bahn fahren. Es wird nicht lange dauern und dann verbieten Sie uns auch das, sagt Paula. Sind wir uns schon mal begegnet? Wohnen Sie nicht uns gegenüber, frage ich. Ja, seit kurzem, sagt Anne, bevor einer der Gutmanns antworten kann. Louis und Volker haben früher beide als Buchhalter bei Schmied und Söhne gearbeitet. Wisst ihr was? Ich glaube, die haben hier vorher gewohnt, oder? Könnte ich mir vorstellen. Wo haben sie vorher gewohnt? Nee, doch nicht. Okay, wir hatten ein Haus in Steglitz von meiner Familie geerbt, aber nicht mehr, sagt Paula Gutmann. Falls Sie es noch nicht erraten haben, wir sind Juden. Wir mussten unser Haus 1938 verlassen und in eine sogenannte Judenwohnung ziehen. Das muss schwierig gewesen sein. Wir haben ein schönes Zuhause gegen ein überfülltes Loch getauscht, damit einige Arier in unserem schönen Haus wohnen können. Ich bitte um Entschuldigung, sagt Louis Gutmann. Meine Frau neigt dazu zu übertreiben. Uns geht es wirklich gut. Über unsere Wohnung können wir auch nicht klagen. Es ist ein Rattenloch, sagt Paula. Es tut mir leid, das zu hören. Vielen Dank für das Mitgefühl, sagt Paula. Mein Wutanfall tut mir leid. Ich weiß, dass es nicht Ihre Schuld ist, aber es macht mich jeden Tag von Neuem wütend. Ich verstehe Sie, sagt Volker. Ich kann mir gut vorstellen, wie ich mich fühlen würde. Ich denke, ich wäre genauso sauer. Das ist wirklich eine Zumutung.
Ich bin eher verängstigt als wütend, sagt Louis. Bisher hatten wir immer etwas, das sie uns wegnehmen konnten, aber jetzt ist nichts mehr übrig. Das Einzige, was sie noch nehmen können, ist unser Leben. Die Kinder brüllen sich an. Klaus schreit auf und kommt an den Tisch gerannt. Seine Nase blutet. Wir nehmen ein Taschentuch und helfen ihm. Was ist passiert? Habt ihr euch gekloppt? Fragt Anne. Er hat mich geschlagen, sagt Klaus und zeigt auf Elias, der weiter weg hinter einem Baum steht. Stimmt das, Elsbeth? Die jüngere Schwester von Klaus ist ebenfalls an den Tisch gekommen. Sie nickt. Mischen wir uns ein? Ja, komm, wir sind irgendwie... Wir sind ein Anführer von der Widerstandsgruppe. Deswegen sind wir dominanter als üblich. Warum hat er dich geschlagen? Einfach so, ohne Grund. Er hat mich einfach geschlagen, ohne Grund. Ich habe nichts getan. Und dann hat er mich geschlagen. Stimmt das, Elsbeth? Das Mädchen schaut ihren Bruder an und dann ihre Mutter, ohne etwas zu sagen. Jetzt würde ich sagen, mischen wir uns mal nicht ein. Schweigen. Ich halte mich raus und lasse die Eltern mit der Situation fertig werden. Ich sage es euch, sagt Klaus. Er ist verrückt. Er hat mich einfach so geschlagen. Ich habe Elsbeth gefragt, sagt Anne. Stimmt das, Elsbeth? Hat Elias Klaus wirklich grundlos geschlagen? Wir schauen Elsbeth ganz genau an. Elsbeth. Elsbeth schüttelt den Kopf. Halt den Mund, sonst wirst du bereuen, schreit Klaus. Nein, das wird sie nicht. Sag uns die Wahrheit, Elsbeth. Was ist passiert? Klaus hat gesagt, dass Elias stinkt, sagt Elsbeth. Er hat gesagt, dass es eine Schande ist, dass sie in unserer Straße wohnen. Warte mal. Ich denke, sie kommen von irgendwo anders und hatten eine Bahnfahrt vor sich. Weiter zuhören. Was hat er sonst noch gesagt? Er hat gesagt, Elias und seine Familie sind Ungeziefer und dass er, wenn er groß ist, der SS beitreten wird und Elias und seine ganze Familie töten wird. Was hast du gesagt? Volker tritt auf seinen Sohn zu und gibt ihm eine Ohrfeige. Er wendet sich an die Gutmanns. Es tut mir leid. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich bitte Sie um Entschuldigung und versichere Ihnen, dass ich meinen Sohn so nicht erzogen habe. Jetzt kommen wir als Anarchist und sagen, sie sollten ihr Kind nicht schlagen. Ja, komm, ich glaube, wir sollten den Konflikt jetzt nicht noch weiter anheizen mit solchen pädagogischen Hinweisen, oder? Ach so, die sind im Schrebergarten. Ah, alles klar, entschuldigt, Leute. Okay. Volker unterstützen. Wir gehen, sagt Louis. Ich weiß, dass sie es gut meinen, aber ich fürchte, wir können das nicht ertragen. Siehst du, sagt Klaus, habe ich euch ja gesagt, das sind Feiglinge. Das tun nur Juden. Ohne Vorwarnung ohrfeigt Volker seinen Sohn ein zweites Mal. Du hältst jetzt deinen Mund, ich erkenne dich überhaupt nicht wieder, brüllt Volker Mannhold entsetzt. Es ist nicht seine Schuld. Na, also, das ist eine interessante Frage. Können wir vielleicht mal drüber reden, aber wir sagen das mal so. Es ist die Propaganda. Er ist indoktriniert. Anne und Volker versuchen vergeblich, die Gutmanns zum Bleiben zu überreden. Nachdem die Familie den Garten verlassen hat, hören wir plötzlich ein lautes Summen vom Himmel. Ein Luftangriff? Aber es gab keine Warnung, sagt Anne. Schauen in den Himmel. Ich schaue hoch und sehe Hunderte, wenn nicht Tausende von Flugzeugen, die alle in die gleiche Richtung fliegen. Es gab keine Warnung, weil das unsere Flieger sind, sagt Volker. Wohin wollen die? Nach Osten, sagt Volker. Etwas ist im Gange, etwas Furchtbares. Okay. Diese Vorstellung, dass die eigenen Kinder so drauf sein könnten, finde ich unglaublich schrecklich. Unglaublich schrecklich. Und die Frage ist, man stellt sich natürlich die Frage, welche Verantwortung trägt man dann selbst in solchen Fall dafür? Ich glaube, das ist ganz, kann man nur im Einzelfall beantworten. Ne? Möglicherweise gibt es auch eine Verantwortung, möglicherweise auch nicht in bestimmten Situationen. So, wir haben den 27. Juni. Deutschland überfällt die Sowjetunion. Ohne vorherige Kriegserklärung greift die deutsche Wehrmacht die UdSSR an und dringt weit auf sowjetisches Territorium vor.
Finnland erklärt der Sowjetunion den Krieg. Finnland erklärt der Sowjetunion den Krieg unter dem Vorwand, dass es von UdSSR-Truppen angegriffen worden sei. Und Ungarn erklärt der Sowjetunion den Krieg. Nach angeblichen Luftangriffen sowjetischer Flugzeuge auf Ungarn erklärt die ungarische Regierung der UdSSR den Krieg. Ich muss an dem Moment, ich muss denken, meine Großmutter hatte Lebenserinnerungen aufgeschrieben. Die habe ich mitverarbeitet in einem Buch, was ich mal veröffentlicht habe. Das heißt, Die Tür des offenen Tages. Die spielt ganz genau übrigens in dieser Zeit. Ganz interessant. Erzählt aber keine Geschichte einer Widerstandsgruppe, sondern einer Mitläuferin. Also ich habe das literarisiert. Und sie hat diesen Tag unglaublich genau in Erinnerung. Sie hat das beschrieben, dass sie mit einer Freundin in Stettin im Wald war, sozusagen so ein Waldspaziergang oder durch die Heide da gelaufen ist, Picknick gemacht habe. Und dann sind die, also ich weiß nicht, ob es genau der Tag war, und dann sind die an die frisch gebaute Autobahn gekommen. Und da war plötzlich ein Riesenlärm und kolonnenweise sind Militärfahrzeuge da lang gefahren. Und die fanden das irgendwie total spannend und haben denen gewunken und die haben zurückgewunken, die Soldaten. Und fröhliche Mädchen sind dann, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, sind dann zurückgekehrt und dann sind sie nach Hause gekommen und dann hat die Mutter ihnen gesagt, dass das passiert ist. Aber ich bin mir gar nicht mehr so sicher, war das die Erinnerung an den Überfall auf die Sowjetunion oder möglicherweise auf Polen? Vielleicht war es die polnische Geschichte, vielleicht bringe ich da was durcheinander. Aber dieser Moment, wenn du von einem Tag auf den anderen quasi aus dem Nichts in so eine Situation geworfen wirst, ich glaube, es war der Polenangriff. Das muss auch ganz krass sein. Die Mutter hat einfach nur gesagt, es ist Krieg und nichts weiter. Okay, Leute. 27. Juni 41. Leider haben sie ja jetzt nicht 39 genommen, sondern 41. Deswegen bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Ursprünglich hatten die Entwickler mir erzählt, dass sie den Kriegsbeginn nutzen wollten für das dritte Kapitel. So, jetzt habe ich es schwarz auf weiß, sagt Josef Herzberg während unseres Treffens. Ich habe mein Einberufungs... Nein, Josef! Scheiße! Musst du fliehen? Warte, warte, sagt er. Ich habe auch gute Nachrichten. Ich wurde einem Arzt vorgestellt, der Verständnis für meine Situation hat. Er hat bei mir eine Skoliose diagnostiziert und mit seiner offiziellen Notiz in meiner Akte und meiner angeblich krummen Wirbelsäule kann ich nicht kämpfen. Oh, das ist gut. Gib mir doch den Namen des Arztes. Kann sein, dass wir ihn in Zukunft noch mal brauchen können. Aha. Haben wir den Namen jetzt? Ist ja interessant. Okay, Leute. Oh mein Gott. Die Optionen werden wieder krass. Gut, wir gucken kurz mal hier rein, ob sich hier was verändert hat. Bei den Kontakten, nee, den Arztnamen haben wir nicht. Vielleicht taucht er auf der Karte auf. Wir kennen einen Konservativen. Wird uns Konservativen vorstellen, die gegen Hitler und sein Regime sind. Wie ist das? Bringt der einfach nur pur Unterstützer oder was bringt der? Ich könnte mir das vorstellen, ne? Also die neuen Sachen sind aufgetaucht, weil wir, glaube ich, jetzt 15 haben. Das ist der Grund. Gut. Schauen wir mal, was der Chat so schreibt. Ja, diese Zeitung, das darf man jetzt nicht so, wie soll ich sagen, so ernst nehmen. Also da tauchen immer wieder Nachrichten auf, die vermutlich so nicht dort geschrieben worden wären in der Zeit. Die dienen so ein bisschen als Vehikel, um einfach jetzt diese Chronologie mitzuerzählen. Der spart dir den Einsatz, auf der Karte mit jemandem zu sprechen. Also eine Aktion gespart. Ah, alles klar. Gut. Dann schauen wir mal, was wir jetzt Neues machen können, was wir weitermachen. Und zwar gucken wir jetzt mal die ganzen neuen Optionen an. Die Freunde unserer Unterstützerin überzeugen. Eine unserer Unterstützerin arbeitet an einer Redaktion in Kreuzberg. Sie sagt, einige ihrer Kollegen seien daran interessiert, sich dem Widerstand anzuschließen.
Hier bekommen wir Unterstützer und ermöglicht irgendwas. Ermöglicht Spenden sammeln in Kreuzberg. Ermöglicht Aktivitäten der Wehrmacht beobachten. Und, das ist wichtig, Wehrmachtsuniform stehlen. Das ist genau das, was wir haben wollen. Geht aber nur eine. Okay, und hierfür brauchen wir nämlich Informationen. Glaube ich. Nee, brauchen wir nicht. Wir brauchen nur das dort machen. Okay, das ist also auf jeden Fall super wichtig, dass wir den Weg gehen. Hört ihr im Hintergrund? Das ist der kleine Trompeter, ne? Wie cool. Eine Waffenlieferung beobachten. Else Fassbender hat einen Freund, der als LKW-Fahrer arbeitet und Waffen von der Fabrik in die Kaserne transportiert. Da bekommen wir was. Ermöglicht es, Waffen zu stehlen. Bin mir nicht sicher, ob wir das brauchen. Hier ist neu, Parolen auf Mauern malen. Das bringt uns ziemlich viele Unterstützer, falls wir das benötigen. Müssen wir im Blick haben. Und hier, warte. Hier ist ja anderes noch neu. Hier haben wir auch nochmal Wehrmachtsuniform stehlen. Das heißt, Flugblätter verteilen müssen wir. Sehe ich das richtig? Nee, müssen wir nicht. Um das zu kriegen, müssen wir das haben. Das heißt, wir müssen Parolen auf Mauern malen, um hier an die Wehrmachtsuniform zu kommen. Und hier haben wir auch wieder eine. Hier müssen wir Bücher verbreiten, glaube ich. Ja, alles klar. Das heißt, wir haben auf jeden Fall die drei Orte für die Wehrmachtsuniform. Jetzt brauchen wir nur noch den LKW-Platz. Dann sind wir schon mal gut weitergekommen. Ein Pastor treffen. Okay, öffnet uns vermutlich auch wieder was Neues. Gut. Okay, dann mal ein bisschen abwägen. Achso, was auch noch wichtig ist, ist irgendwie wieder gefälschten Reisepass. Was ist das? Das bringt gefälschten Reisepass. Was ich noch suche, ist die Sache, sich wieder reinzuwaschen. Das ist extrem wichtig. Wir haben, glaube ich, im Moment noch gar keine Möglichkeit, unsere Punkte wegzubekommen, oder? Habe ich was übersehen? Ich glaube nicht. Das wird noch freigeschaltet. Okay, gut. Dann, genau, da brauchen wir mehr Unterstützer für. Okay, dann versuchen wir jetzt mehrere Sachen. Wir müssen erstmal irgendwie an Geld kommen. Das werden wir mit Sicherheit brauchen. Halt, warte mal. Ich sehe gerade hier 1, 2, 3 Uniformen. Mehr sehe ich nicht. Gut, wie kommen wir an das Geld? Was ist die Voraussetzung dafür, Spenden zu sammeln? Benötigt Parolen malen. Okay, das ist ja neu, dass das ist. Also wir brauchen jetzt Farbe. Das ist das Erste, was wir machen müssen. Das brauchen wir nämlich für zwei Sachen. So, und ich glaube, wir brauchen... Wie viel für Farbe brauchen wir da kurz? Ach, wir haben Farbe schon. Wir haben schon Farbe da. Das heißt, wir können hier gewissermaßen schon eine Parole starten. Ja, das ist okay. Gut. Das bringt ja auch Unterstützer. So, die drei Farbeimer werden mitgenommen. Wer ist hier gut? Also wir brauchen Stärke und Propaganda. Das heißt, hier haben wir 8, die ist wirklich gut in der Sache. Ja. Und 6 hier, 6 dort. Christian vielleicht noch. Ja. Ich glaube, das machen wir. Was bringt denn bitte ein Knüppel? Okay, erhöht in diesem Falle nur die Gefahr. Was bringt Zubehör? Ja, das bringt in diesen Fällen alles nichts. Okay, ist ein bisschen riskant. Wir haben leider kein Fahrrad, was ärgerlich ist, aber wir starten das mal. Mit Mark kann man, glaube ich... Nee, kann man in diesem Falle auch nichts machen. Okay, weisen wir das erstmal so zu. Gut, die erste Aktion. Wir brauchen aber trotzdem Farbe. Das ist trotzdem nötig. Hier ist gefragt Empathie und Allgemeinwissen. Das ist was für Julius. Ich würde allerdings gerne da noch ein bisschen besser sein. Haben wir hier noch jemand? Wenn Wilhelm mitgeht, kriegen wir 2 bis 3. Ja, ich weiß nicht. Können wir hier noch mehr dazu geben? Ja.
Dann braucht Wilhelm vielleicht nicht mitgehen. Ah. 2 oder 2 bis 3 finde ich jetzt nicht so überzeugend. Wobei 3, wir brauchen immer 3. Das wäre schon wichtig. Dann sparen wir nämlich eine komplette Aktion. Vielleicht können wir hier mit dem Zubehör noch was erreichen. Nee. Aber wir werden vermutlich nicht safe. Doch, wir bekommen hier safe 3. Sehr gut. Dann machen wir das so. Dann zahlen wir lieber 40, dass wir safe 3 bekommen. Dann sparen wir später uns eine Aktion. Okay, dann sind 4 Leute unterwegs. Und dann gibt es noch Josef. Genau, 3 Dinge zu haben ist wichtig. So, Josef, der führt, denke ich mal, einfach noch ein paar neue Gespräche. Vielleicht Sachen, wo wir noch nicht wissen, was da passiert. Geschäftsmann, wissen wir, was da passiert? Pastor. Ah. Ah, obwohl, hier ist es komisch, obwohl er diese Negativwerte hat, sieht es hier deutlich besser aus. Wir riskieren das mit ihm. Okay, das weise ich zu. Habt ihr noch irgendwo eine bessere Idee? Ansonsten würde ich sagen, starten wir die Aktion und bekommen dadurch jetzt schon mal viele Unterstützer und neue Farbe. Ja, für den Pastor müssen wir Christian schicken. Genau. Den katholischen Konservativen. Ja, ja. Alles klar. Christian macht das. Gut. Wir starten durch. Das machen wir beim nächsten Mal dann. Und gucken, was das Ganze bringt. So. Ein verloren. 4 Mark. Okay, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen die wichtigste Aktion. Vielleicht auch die gefährlichste. Oh, verdammt. Wir verstecken uns mal. Verdammt, Elise wurde verletzt. Oh, verdammt. Sie wurde verwundet und Christian wurde gesehen. Das ist natürlich jetzt bitter. Wir haben noch keinen Arzt, ne? Okay, hier kaufen wir hoffentlich sicher 3 Farben. Ja, das hat geklappt. Und sie wurden nicht entdeckt. Das ist insofern gut. Und hier läuft das Gespräch mit Josef und dem Gewerkschafter. Leider wurde er gesehen. Jetzt beginnen die Probleme. Und wir haben noch keinen Ort, wo wir uns irgendwie sauber machen können. 4. Juli. 7000 Menschen beim Massakern. Ermordet. Deutsche Einsatzgruppen in den oberen Teilen der UdSSR ermorden etwa 7000 Menschen beim Massaker in Lemberg. Tagesangriff auf Kiel. 48 Royal Air Force Bomber greifen die Werften an. Ein Wellington-Flugzeug stürzt ab. Sinkende Löhne. Die Löhne der Mitarbeiter im Deutschen Reich sind in den letzten 10 Jahren um rund 12% gesunken. Ein Einzelhändler verdiente 32.250 Reichsmark pro Monat. 41 verdiente er nur 218 Reichsmark. Und da ist sie, die verletzte Elise. Ich kenne jemanden, der unsere Hilfe braucht, sagt Elise Hoffmann, als sie den Raum betritt. Beim Kind eines Freundes wurde Epilepsie diagnostiziert und die Nazi-Ärzte wollen es in eines ihrer schrecklichen psychiatrischen Krankenhäuser stecken. Wisst ihr, was das bedeutet? Keiner kommt lebend raus. Wir müssen das Kind und seine Eltern verstecken, sagt Elise. Ich kann meinen Freund in so einem Moment nicht im Stich lassen. Ja, also klar, das ist, wir sind hier ganz am Anfang dieser Phase. Wir versuchen natürlich zu helfen, wo es geht. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie Menschen hinter solchen Taten stehen können. Was bedeutet es, Mensch zu sein, wenn man diejenigen ermordet, die unsere Hilfe brauchen und sich nicht selber schützen können? Antwortet Elise. Okay, das ist eine neue Aufgabe. Ein Versteck für eine Familie finden. Nun gut. Oh Gott, ich sehe schon. Die Probleme nehmen zu. Das Blöde ist, die Verletzung, die ist richtig doof. Die ist richtig doof. Wir brauchen einen Arzt und wir haben keinen Arzt auf der Karte. Aber, wisst ihr, was neu ist? Wir haben hier oben ein LKW. Okay, und um da hinzukommen, müssen wir zwingend Flugblätter verteilen und dafür werden wir eine Werkstatt brauchen.
um Flugblätter zu drucken. Ja. Und das ist hier neu. Und da müssen, das brauchen wir auch 3 Wochen dafür. Okay, das Versteck zu finden. Oh, Empathie ist das, was wir am schlechtesten können. Das ist natürlich übel. Gut. Anführer, Mediator, das haben wir Gott sei Dank. Das kann helfen. Bloß blöderweise, sie ist Mediatorin, aber sie ist angeschlagen. Oh, das ist so bitter. Okay, die Probleme beginnen. Die Probleme beginnen, Leute. Man kann die Leute auch im Hauptquartier lassen, dann verlieren sie einen Punkt. Ah, okay. Das war wie bisher, ne? Das heißt, einfach nicht losgehen, ne? So ist das jetzt geregelt. Ja. Gut. Ja, heilen die auch irgendwie von selbst aus? Ne, bringe sie zum Arzt oder verwende Medikamente. Tja. Okay, Maxi sagt, die Wunde heilt nach 3 Runden. Die kritischen Informationen sind noch 7 Runden. Wir benötigen aber für unsere Aktion keine kritischen Informationen. Wir wollen ja das machen und da brauchen wir das nicht, meines Erachtens. Für all diese Geschichten brauchen wir das nicht. Okay, warte mal, halten wir mal fest. Was jetzt auf jeden Fall wichtig ist, wir können Spenden sammeln. Und das sollten wir auch tun. So. Wer ist jetzt... Elise war immer gut darin, aber jetzt ist sie vermutlich nicht mehr so gut darin. Empathie und Propaganda. Ach so, wegen Propaganda war sie gut, genau. Okay, 5, 5. Christian ist Schreiner. Aber Christian wollten wir mit dem Pfarrer sprechen lassen, ne? Das war der hier. Ja, der macht das jetzt mal, genau. Okay. So. Dann Geld. Dann macht das Julius. Okay. So, wir könnten... Also, wartet mal. Dieses Gespräch müssen wir dringend führen, sehe ich gerade. Ganz wichtig. Elise, kannst du das in deinem angeschlagenen Zustand machen? Ja, das kann sie machen. Das ist okay. Das wird erfolgreich sein. Da brauchen wir, glaube ich, uns nicht fürchten. Weisen wir das mal zu. Okay, das ist hier die Voraussetzung. So, dann ist die Frage, wir brauchen hier... Na, Bücher verbreiten müssen wir auch noch. Und das ist so hart. Wir müssen irgendwo dann noch an Bücher kommen. Wie kommen wir nochmal an Bücher? Das sind diese Geschichten, ne? Bücher schmuggeln. Bücherpaket, ja. Oha. Oha. Das heißt, auch diese Geschichte müssen wir machen. Ich würde sagen, dann treffen wir erstmal noch den Geschäftsmann. Wilhelm, willst du das machen? Ja, das müsste eigentlich genügen für diese Geschichte. So, tja. Und dann brauchen wir auch eine Werkstatt. Wir haben aber nur... Ach nee, die 50 würden gehen. Das kann Josef machen, das ist ja unkritisch. Okay, dann haben wir alle Aufgaben verteilt und sind, glaube ich, bei allen Aufgaben wichtige Schritte, gehen wir wichtige Schritte. Ich denke, das ist okay. Außer das mit dem Geistlichen, weiß ich nicht, ob das viel bringt, aber das werden wir sehen. Ja, Werkstatt habe ich drin. Ich kann Bücher auch in der Werkstatt herstellen. Das ist mir neu. Bücher drucken, tatsächlich. Okay, da müssen wir gucken. Warte mal, was brauchen wir dafür? Kosten, Papierstapel und Informationen. Während wir beim Schmuggeln
kriegen wir die Bücher einfach so, ne? Da brauchen wir nur Allgemeinwissen und Geheimhaltung. Ich glaube, das ist für uns der bessere Weg. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ja, schmuggeln ist, glaube ich, einfacher. Okay, schauen wir mal. So, 7 Mark gespendet. Jetzt wird erstmal die Werkstatt eingerichtet. Gut, kein Problem, nicht gesehen. Komm, wir ziehen das durch. Okay, es beruhigt sich. Aber natürlich wurden wir gesehen bei der Aktion. Fünf Unterstützer hat Elise organisiert. Wir treffen uns mit dem Geschäftsmann. Alles gut. Und jetzt das Treffen mit dem Pastor. Okay, auch gut, nicht gesehen worden. Sehr schön. So, Moral sinkt. Unterstützer plus 6. Gut. Wir müssen Moskau dem Erdboden gleich machen. Wir wollen nicht, dass Menschen übrig bleiben, die wir im Winter füttern müssten, sagt Hitler. Tageblatt. Großbritannien und die Sowjetunion unterzeichnen Abkommen. Das Abkommen schließt separate Friedens- und Waffenstillstandsverhandlungen zwischen einer Vertragspartei und dem Deutschen Reich aus. Deutsche Truppen greifen Malta an. Deutsche Luftwaffeneinheiten greifen die Mittelmeerinsel Malta an, die eine wichtige Versorgungsstation für britische Truppen in Nordafrika ist. Christian Sauer sieht verblüfft aus, als er den Raum betritt. Ich muss euch etwas erzählen, sagt er. Meine Nachbarn, ein verheiratetes Paar, beide Parteimitglieder. Ich hatte bisher einen guten Draht zu ihnen. Und ich weiß, dass sie keine Kinder bekommen konnten, aber dann habe ich sie gestern mit einem kleinen Kind gesehen. Ein kleines Mädchen, ungefähr 4 Jahre alt. Und es sprach Russisch. Was soll das heißen? Einen Moment, ich habe sie gefragt, woher die Kleine ist. Und die beiden haben mir erzählt, dass sie die neuen Eltern sind. Die Kleine sei aus Russland adoptiert. Neue Eltern, versteht ihr? Die Nazis entreißen gesunde Kinder ihren russischen Familien und schicken sie nach Deutschland. Sie haben der Kleinen sogar einen neuen Namen gegeben, Helga. Sie haben einfach das Kind seiner Mutter weggenommen und seinen Namen geändert, wie beim Haustier? Das Schlimmste ist, dass sie es einfach nicht begreifen, was an dieser Situation verwerflich sein könnte. Christian schüttelt den Kopf. Nochmal minus 10 Moral? Moral 42 im Moment. Okay. Gut. So. Was ist neu hinzugekommen? Mit Christen sprechen. Da können wir ein Versteck einrichten. Und wir können hier in Spandau sammeln. Wie viel... Leute. In Spandau sammeln bringt richtig viel. 53 maximal. Das mit dem Versteck, das brauchen wir, glaube ich, nur, wenn wir eigene Leute rausholen oder so. In Kreuzberg bringt es 26 maximal und hier bringt es auch 53. Okay. Bloß, das ist halt eine andere Option. Hier ist halt für ja, sozusagen eher für Linke und dort für Rechte oder Konservative. Politisch zumindest. So, gut. Okay. Wir haben aber immer noch keinen Arzt und immer noch ist diese Geschichte hier am Start. Das Versteck zu finden. Aber wir können Elise zumindest aufleveln. Jetzt ist es ein bisschen blöd, weil sie ja krank ist. Ah, okay, da werden die Werte Gott sei Dank gezeigt. Wir haben Empathieprobleme, deswegen gehe ich mit Elise auch in Richtung Empathie. Gut. So, Aktivitäten beobachten, das brauchen wir. Wir haben 71 Mark. Okay, also einer muss auf jeden Fall wieder Spenden sammeln. Am besten Julius. Der kann das dort am besten. Okay. So. Wir brauchen, um Flugblätter zu drucken, brauchen wir Papier. Wo gibt es Papier zu kaufen? Können wir das im Moment? Sehe ich gerade gar nicht. Papier kaufen?
Doch da oben. Papier kaufen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir nicht einfach jetzt mal strukturiert eine Sache, deren Weg wir begonnen haben, durchziehen sollten. Und wir sind hier schon nah dran an der ersten Wehrmachtsuniform. So, hier ist gefragt Geheimhaltung und Empathie. Oder die Alternative ist, dass wir da uns darum jetzt vielleicht mal kümmern. Zwei Runden haben wir noch. Die Frage ist, ob in der nächsten Runde die Verletzung weg ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das mit den drei Runden läuft. Wenn die Verletzung weg wäre, wäre es natürlich cool. Aber ich fürchte, sie ist nicht weg. Wie sehen denn die Erfolgschancen jetzt aus? Empathie ist nötig. Da müssten wir eigentlich Julius hinschicken. Anführer, du bist auf jeden Fall gut dabei. Ah, warte mal, hier gibt es gar keine Chancen. Wir müssen es einfach nur durchziehen. Ich sehe es. Dann können wir Elise auch schicken. Dann haben wir nämlich zwei Sachen, die das erfüllt. Dann machen wir das. Okay, gut, dann starten wir damit. Dann haben wir nämlich das erledigt. Das finde ich gut. So, dann gucken wir mal. Aktivitäten der Wehrmacht beobachten. Wer kann das am besten? Willi? Ah. Aber wir haben niemanden. Müsst ihr das beide machen? 40 kostet das. Wahnsinn. Hilft hier Geld? Nur minimal. Hilft hier ein Knüppel? Nee. Und Zubehör hilft auch nicht. Tja, uns fehlt so ein bisschen das Fahrrad, ne? Das war immer ganz gut in solchen Situationen. Ich würde sagen, wir machen das jetzt. Aber sag mal, ist das das, was wir brauchen? Ja, das ist das, was wir brauchen. Ja, genau, alles klar. Ich war durch das Symbol verwirrt. Das ist es aber. Okay, starten wir das mit den beiden. Weisen wir das zu. Ob man die Uniform schon für heimliche Aktionen nutzen kann, das ist eine interessante Frage. Weiß ich gar nicht. Ganz interessant. Ja, klar, müssen wir alles parallel machen. Aber ich glaube, alles, was wir hier tun, ist sinnvoll sozusagen für das Gesamtziel. Ich glaube, jetzt ist hier keiner falsch beschäftigt. Man könnte darüber streiten, ob man diese Familiengeschichte nebenbei noch einbaut. Aber klar, das ist eher so eine moralische Frage. Dann beginnen wir die Geschichte. So, acht. Ah, Elise. Oh, wir hätten doch noch eine Runde warten sollen. Ah, verdammt. Das ist ja ärgerlich. Dann wären die Chancen noch besser gewesen. Aber egal. Wir schaffen das schon. Christian Sauer bringt eine Familie mit einem behinderten Kind zu einem Pastor, mit dem die Gruppe befreundet ist. Und der eine Pastor. Und der eine Kirche außerhalb Berlins betreut. Der Pastor verspricht, sie zu verstecken und auf die Familie aufzupassen. Beide wurden gesehen. So, das zweite Wichtige. Wilhelm Irre besucht eine Kneipe. Wilhelm wurde gesehen, aber die ganze Sache hat geklappt. Hier wird Geld gesammelt. Julius. Ja, sehr gut. Ah, leider wurde er auch gesehen. Schade. Die Moral wird echt ein Problem. Wir brauchen Moralgeschichten. Sehe ich jetzt schon. Allianzangebot an Japan. Der Führer bietet der japanischen Regierung ein Bündnis für die Vernichtung der UdSSR und der USA an. U-Boot und Flugzeuge statt Panzer. Hitler befiehlt sich, auf den Bau von U-Booten und Flugzeugen zu konzentrieren. Er betrachtet den Krieg gegen die Sowjetunion als gewonnen. Rogachow und Schlobin gefallen. Die Rote Armee erobert die Städte Rogachow und Schlobin zurück und besiegt die Besatzungseinheiten der Wehrmacht. 18. Juli. Ich höre das Gelächter, bevor ich den Raum betrete. Christian Sauer sitzt am Tisch und erzählt eine lustige Geschichte über einen seiner Nachbarn. Der macht immer so verrückte Dinge. Einmal, als die Nazis an seinem Haus vorbeimarschierten, nahm er ein paar matschige Tomaten und warf sie auf die Soldaten. Dabei hat er geschrien: Dreckige Nazischweine, weg aus meiner Straße! Er hat erst aufgehört, als ihm die Tomaten ausgingen. Seine Frau konnte die Nazis kaum beruhigen. Und er wurde nicht verhaftet? Nun, er ist ziemlich wagemutig und unbesonnen. Er kann sich bei seiner Frau bedanken, dass er jetzt nicht im Gefängnis sitzt. Der wird über kurz oder lang ein echtes Problem haben. Puh, trotzdem ist es gut zu wissen. Ja, oder? naja. Wir müssen mal jetzt hier nicht noch andere Sachen uns an Land ziehen. Trotzdem ist es gut zu wissen, dass es noch andere Leute gibt wie uns.
Er ist wirklich ein netter Kerl, schon schlimm, wenn dem was passieren würde, antwortet Christian. Okay, Moral ist dadurch aber oder durch irgendwas gestiegen. Ich glaube, weil wir die gerettet haben, ist das gestiegen. So, jetzt gibt es aber Probleme, Leute. Jetzt gibt es Probleme. Elise ist kaum einsetzbar. Uns fehlt die Option, uns irgendwie reinzuwaschen. Das heißt, wir brauchen mehr Unterstützer, um vielleicht neue Optionen freizuschalten. Eieieiei. Gesehen gibt zwei Punkte, Verdacht nur einen. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Okay. Im Norden. Es gibt hier. Hier tatsächlich. Hier ist das Haus zum Untertauchen. Alles klar. Hä, Leute, habe ich das nur nicht gesehen? Ach Gott. Das ist die ganze Zeit da. Das ist da so blöde am Rand. Ja, das Doofe ist ja, dass die. Das kostet 30 Mark, ey. Ja, gut. Das ist teurer geworden. Wir schicken mal alle, die es nötig haben, dahin, würde ich sagen. Wir müssen jetzt eine kleine Pause machen. Weisen das mal zu. So. Dementsprechend ist so eine gefährliche Aktion jetzt, glaube ich, nicht mehr machbar. Jetzt bin ich am Überlegen. Wir könnten die Parolen malen. Das würde uns Unterstützer bringen. Irgendeiner muss aber Geld sammeln. Ist absolut nötig. Wilhelm. Wartet mal. Da haben wir das noch nicht freigeschaltet und das andere ist weniger. Ist halt hier jetzt gefährlicher geworden, ne? Na komm, mach das mal. Oder wir versuchen doch schon die Parolen zu malen. Ich probiere es mal. Wie riskant das ist. Mit den beiden Verbliebenen. Nee, das ist mir zu riskant. Das kriegen wir noch besser hin. Gut, dann sammelst du Spenden. So, und Josef. Was machen wir mit dir? Farbe kaufen brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Papier kaufen ist noch ein Thema. Und vielleicht eröffnen wir uns mal diese Geschichte. Aber da sind wir hier, glaube ich, falsch, ne? Ja. Weil dann könnten wir nämlich auch mit anderen Leuten Geld sammeln. Das wäre auch noch ganz gut. Ansonsten tendiere ich dazu, Papier zu. Nee, wir brauchen wieder drei Papier, Leute. Josef ist im Moment zu nichts zu gebrauchen, oder? Ist doch doof. Ah, warte mal. Das brauchen wir. Aber der kann auch wieder nicht mit Arbeit entspannen. Doch, das geht. Das geht. Weil wir wollen hier Bücher schmuggeln. Das ist in Ordnung. Okay, dann haben wir irgendwie das sinnvoll gemacht. Dann starten wir. Gut, wieder ein Unterstützer verloren. 8 Mark gespendet. Hier wird gesammelt in der gefährlichen Gegend. Verstecken wir mal. Er wurde gesehen. 12 Mark. Ist nicht so dolle. So, die tauchen unter. Ach, das bringt auch Moral, oder? Ah, das ist natürlich ein guter Punkt. Okay, das ist gut gelaufen. Ein leichter Regen fällt, aber es ist immer noch warm, als ich zu meinem geheimen Treffen ins Kino gehe. Ich bin der einzige Kunde am Kartenschalter. Einmal bitte. Ich bezahle die Karte und gehe ins Kino. Der Saal ist fast leer. Nur eine Handvoll Leute, die versuchen, so weit wie möglich voneinander entfernt zu sitzen. Die meisten von ihnen sind hinten. Einige in der Mitte, niemand vorne.
Na, dann setzen wir uns natürlich vorne hin. Weit weg von allen anderen setze ich mich in die erste Reihe. Die Wochenschau, das offizielle Nachrichtenmagazin, berichtet von Siegen an der Ostfront. Wir schauen uns mal um. Ich zähle die Kinogänger im Raum 7. Die meisten sitzen alleine, aber ein junges Paar. Zwei Reihen hinter mir scheint sich mehr füreinander als für das Programm zu interessieren. Jemand nimmt hinter mir Platz und flüstert: Dreh dich nicht um. Okay, wir schauen weiter auf die Leinwand. Ich schaue dahin, wo Adolf Hitler einen General für seine Leistung ehrt. Es ist gut, dass du gekommen bist, sagt sie von hinten. Ich kenne diese Stimme. Ich weiß, wer das ist. Es ist Hannah, die ich 1936 in Paris kennengelernt habe. Damals versuchte sie mich zu überzeugen, mit den Sowjets zusammenzuarbeiten. Es ist keine Überraschung, dass sie jetzt als sowjetische Agentin arbeitet. Der Film beginnt. Es ist eine romantische Komödie. Glück ist für alle da. Ich bin froh, dass du es lebend aus Paris geschafft hast. Da liegst du falsch. Ich habe dich noch nie gesehen und war noch nie in Paris. Verstehst du? Klar, ich verstehe. Gut, sagt sie. Hör zu, Hitlers Feldzug gegen den Osten unterscheidet sich sehr vom Einmarsch in Frankreich. Die Menschen müssen davon erfahren. Auf der Leinwand streiten sich Albert Schumann und Irmi Pfahl, ein verlobtes Paar, über seine schlechten Aufstiegschancen in seiner Firma. Was ist der Unterschied? Das ist kein normaler Krieg, in dem Soldaten gegeneinander kämpfen. Das ist ein flächendeckender Vernichtungskrieg gegen die Rote Armee und die ganze Zivilbevölkerung. Wir sind immer noch auf der Suche nach Beweisen, dass es auf Anordnung von höchster Stelle geschieht. Aber gleich, unterbricht sie mich, da der Krieg an der Ostfront sich überall so entwickelt, sind wir von der Existenz eines solchen Befehls überzeugt. Die Menschen in Deutschland müssen erfahren, was hier geschieht. Warst du selbst dort? Ja, war ich, sagt sie. Eine Woche nach dem deutschen Angriff war ich Teil eines Trupps der Roten Armee. Wir haben ein Dorf verteidigt. Aber wir hatten keine Chance gegen die Wehrmacht. Es gelang mir zu fliehen, aber der Rest meiner Truppe wurde gefangen genommen. Wie konntest du entkommen? Unwichtig. Wichtiger ist, was dann passiert ist. Ja, was denn? Der deutsche Offizier hat sie auf der Hauptstraße antreten lassen. Den Soldaten erklärte er, dass diese Menschen von Grund auf bolschewisiert seien, dass sie Untermenschen seien und den Tod verdient hätten. Er befahl den Gefangenen, auf die Knie zu fallen. Hat man sie verhört? Auf der Leinwand ahmt Albert Schumann einen übermäßig faulen Mitarbeiter nach. Das Publikum lacht. Der Offizier zog seine Pistole, stellte sich hinter jeden einzelnen Gefangenen und ermordete einen nach dem anderen durch Genickschuss. Was? Aber das war doch nicht die Wehrmacht, oder? Das war reguläre Wehrmacht. Dort gab es keine SS. Ich weiß, wie die aussehen, sagt die Frau, die darauf besteht, dass sie nicht Hannah ist. Auf der Leinwand versucht Irmi, ihre Mutter davon zu überzeugen, dass Albert ein guter Ehemann sein wird. Was hast du dann gemacht? Auf der Leinwand heiraten Irmi und Albert. Ich habe gewartet, bis die Soldaten das Dorf verließen und bin dann heimlich den deutschen Truppen nach Osten gefolgt. Ich hatte gehofft, an die Front zu gelangen, zu meinen Leuten. Was hast du noch gesehen? Ich kam durch eine Siedlung. Von einem Baum hingen ein alter Mann und seine Frau hingerichtet. Die Deutschen hatten ihnen ein Schild um den Hals gehängt mit einer Warnung gegen die Zusammenarbeit mit den Partisanen. Von da an sah ich in fast jedem Dorf, durch das ich gegangen bin, Menschen von Bäumen hängen. Kämpfen viele Menschen für die Partisanen? Vielleicht. Es ist eine Strategie der Roten Armee, sich zurückfallen zu lassen und von hinten anzugreifen. Aber was ich sicher weiß, für jeden toten deutschen Soldaten ermordet die Wehrmacht Dutzende unschuldiger Menschen aus Rache und Grausamkeit. Bist du wirklich sicher, dass es nicht die Waffen-SS war? Die sehen ähnlich aus. Waffen-SS und Einsatzkräfte folgen den regulären Truppen, aber die Wehrmacht leistet ihren Beitrag, glaub mir. Auf meiner Reise bin ich durch ein Dorf gekommen, das völlig verlassen schien. Zuerst dachte ich, die Dorfbewohner wären alle geflohen. Aber sie sind nicht geflohen, sie waren alle noch da. Der inzwischen verheiratete Albert Schumann ist bei der Arbeit noch fauler geworden, was im Kino ein tobendes Gelächter auslöst. Wo waren sie? Ich habe sie in einer Grube in der Nähe gefunden. Die Wehrmacht hatte sie erschossen und in eine Grube geworfen. Alle. Männer, Frauen, Kinder. Auf der Leinwand wird ein verwirrter Albert Schumann von seinem Chef bestraft. Das Publikum brüllt vor Lachen. Sie hatten versucht, die Leichen zu verbrennen,
aber das feuchte Wetter hat es ihn vereitelt. Wie hast du reagiert? Ich habe nach Überlebenden gesucht, es war schrecklich. Es roch nach verbranntem Fleisch und Verwesung. Ich habe mich übergeben, ich fand niemanden. Sie hatten sie alle umgebracht. Das kann nicht wahr sein. Es ist wahr, das ist kein regulärer Krieg. Das ist nicht wie in Frankreich. Diese Truppen sind nicht einmarschiert, um zu erobern und zu herrschen. Sie sind gekommen, um zu vernichten. Ihre Feinde sind nicht nur die Soldaten, jeder ist ihr Feind, selbst unbewaffnete Dorfbewohner. Aber was ist das Ziel? Verstehst du es nicht? Das war schon immer Hitlers Ziel. Er will die Slawen und die Juden ausrotten, den Osten von allen Untermenschen befreien, um Lebensraum für seine arische Rasse zu schaffen. Ich hätte nicht gedacht, dass sie es wirklich tun würden. Nein, das haben die wenigsten gedacht, sagt Hannah. Sie hatte recht, schon vor fast 20 Jahren hat Hitler in seinem Buch »Mein Kampf« diesen Plan angekündigt, aber niemand hat es ernst genommen. Auf der Leinwand rettet Irmi die Karriere ihres Mannes und Albert ergreift seine zweite Chance. Was kann man dagegen tun? Die Welt muss davon erfahren. Wir müssen den offiziellen Befehl finden, der beweist, dass hier nicht eine einzelne Wehrmachtstruppe von sich aus Kriegsverbrechen begeht. Wir müssen beweisen, dass es von offizieller Stelle angeordnet wurde, dass systematische Planung dahinter steht. Ich bin nicht sicher, ob wir in der Lage sind, einen geheimen Wehrmachtsbefehl zu finden, aber wir werden es versuchen. Danke, sagt Hannah. Wenn es euch gelingt, den offiziellen Befehl zu finden und an die richtigen Personen weiterzuleiten, könnte es den Verlauf des Krieges entscheidend verändern. Auf der Leinwand hat die Handlung die letzte Hürde, Irmi und Alberts versehentliche Scheidung genommen und geht nun dem glücklichen Ende entgegen. Du meinst, die Amerikaner würden sich dem Krieg anschließen, wenn sie es wüssten? Das hoffe ich. Ich muss jetzt gehen. Kontaktiere mich über die üblichen Kanäle. Solltet ihr etwas Neues erfahren? Und dann ist sie verschwunden. Auf der Leinwand beschließt das glückliche Paar zum zweiten Mal zu heiraten. Auf dem Heimweg denke ich über die Gräueltaten nach, von denen Hannah mir erzählt hat. Kann es wahr sein, dass die Nazis Verbrechen begehen? Ist keine Überraschung, aber dass sie ein ganzes Volk ausrotten? Sollte der Befehl, von dem Hannah sprach, existieren, würde es vieles erklären. Okay. Das heißt, wir haben da eine neue Aufgabe. Plus 9 Moral, plus 3 Unterstützer. Wehrmacht besiegt 13. Sowjetarmee. Die 2. deutsche Armee besiegt die 13. Sowjetarmee bei Mogiljow. Mehr als 23.000 sowjetische Soldaten werden gefangen genommen. Luftangriff auf Moskau. Die Luftwaffe fliegt zwei aufeinanderfolgende Tage lang Angriff auf Moskau und wirft über 80.000 Brandbomben ab. Goebbels eröffnet Kunstausstellung München. Reichspropagandamester Josef Goebbels eröffnet die 5. große deutsche Kunstausstellung, in der Werke von 647 nationalsozialistischen Künstlern gezeigt wurden. Elise Hoffmann erzürnt sich während des heutigen Treffens. Das ist die Neuauflage des Reichstagsbrandes. Es ist so ungerecht. Was? Nun, jetzt da Hitler den Nichtangriffspakt mit Stalin gebrochen hat und in Russland einmarschiert ist, werden die alten Ausreden wieder benutzt und die Kommunisten wieder verfolgt und mein armer Vater sitzt ohne verdammten Grund im Gefängnis. Können wir helfen? Mein Vater braucht einen Anwalt, aber der ist teuer und ich habe kein Geld. Ach Gott, jetzt kommt dieses Problem. Das kann einen so richtig zurückwerfen, ne? Wir brauchen Geld für Papier. Wir brauchen Geld für das Bücherschmuggeln. Und wir brauchen Geld fürs Untertauchen. Anwälte bringen doch nichts. Menschen retten ist ein Ziel. Das stimmt, ja. Die Frage ist, ob Anwälte in der Tat in der Situation noch helfen. Okay, ich würde sagen, schweren Herzens, wir müssen jetzt mal eine harte Entscheidung treffen. Trotz dessen muss die Gruppe zusammengehalten werden. Das ist in der Tat so. Das kann natürlich sein, dass sie jetzt
Die Moral sinkt natürlich, ne? Okay. Snow Warning meint, Anwälte sind gut, sagt Heike. Snow Warning meint, wir kriegen genug Geld zusammen. Ja klar, das kostet dann wieder eine Runde mehr. Ah, schwierige Entscheidung. Was sagt der Chat? Kommt, gibt mal eine Stimmungsbild ab. Moral ist wichtiger als Geld. Ich habe nur noch hier einen Zipfel. Anwalt. Anwälte müssen aufhören, das Leben. Ich kann sie dadurch verlieren, das stimmt, ja. Hälfte des Geldes. Okay, es sieht so aus, als ob der Chat so ziemlich klar dafür ist, die 50 Mark auszugeben. Okay. Gut, machen wir das. Wir helfen dir, sage ich. Wie plus 50 Mark. Hä? Warte mal. Ich glaube, da ist was schiefgegangen, oder? Ich glaube, da ist was schiefgegangen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir 150 Mark hatten, bevor wir den Anwalt bezahlt haben. Ja, okay, alles klar. Der Anwalt, würde ich mal sagen, hat sich ausgezahlt. Okay. So. Jetzt, was ist denn hier mit Wilhelm Irre los? Das ist ja der Wahnsinn. Das Blöde ist, ihn alleine dafür 30 hinzuschicken, ist auch doof. Und ich, wie ich sehe, bringt das jetzt... Ja, es bringt 2 Punkte runter, genau. Einmal sowieso und 1 Punkt mehr, so war das. Ja. Das Glück ist mal wieder auf unserer Seite. Ja, so ist es. Gut. Was ist denn hier oben Neues? Ein Zwangsarbeiter kontaktieren. Okay, damit können wir einen Streik organisieren und Zwangsarbeiter überzeugen. Hier hinten. Ah, hier können wir jetzt eine Party feiern. Das ist auch wichtig. Kostet 50, bringt plus 50 Moral. Das kann auch nochmal wichtig sein. Gut. Ist sonst was Neues? Ja, vermutlich. Es wäre immer cool, wenn irgendwas... Achso, nee, das Neue ist ja eigentlich immer mit den Ausrufezeichen. Gut, jetzt ist die Frage, wie machen wir weiter? Ich würde gerne die Geschichte mit den Christen sprechen, damit wir hier noch Geld holen. So, warte mal. Das ist jetzt zu gefährlich, glaube ich, ne? Aber irgendwann müssen wir es halt machen. Ich weiß nicht, ob das noch simpler wird. Irgendwann müssen wir die Sache durchziehen. Eieieiei. Eieieiei. Helfen hier Knüppel? Nee. Wofür ist denn dieser verdammte Knüppel gut? Okay, hier hilft tatsächlich Geld. Ruhig, Sportler, Zweifel, das haben wir alles nicht. Warte mal, kann uns hier möglicherweise... Nee, der Gauner kann es nicht helfen. Also das ist ja noch nicht mal in einem roten Bereich, diese Geschichte. Das heißt, es wird meines Erachtens nicht einfacher. Oh Gott, das ist ja erbärmlich, was er da bringt. Elise scheint hier Gefahr mit reinzubringen. Ich weiß nicht, warum. Nee. Ich würde sagen, wir riskieren das. Das ist jetzt hier keine wesentliche Verbesserung. Und sie bringt vor allem erhöhte Gefahr, weil sie den Punkt hat. Das ist der Grund, ja. Ja, Wilhelm wäre gut. Aber Wilhelm geht im Moment gar nicht. Ich tendiere dazu, das zu riskieren, ne? Wir müssen jetzt auch mal ein bisschen was riskieren, Leute. Ja,
Wir müssen auch mal was riskieren jetzt. Okay, dann brauchen wir weiterhin Bücher. Wir brauchen deshalb Bücher, damit wir diese Aktion starten können. Hier brauchen wir 3 Bücher. Das heißt, diese Aktion muss so gut laufen, dass 3 Bücher bei rumkommen. Nötig ist Geheimhaltung und Allgemeinwissen. Da ist Josef auf jeden Fall super gut dabei. Ja, das geht natürlich gar nicht. Ach, verdammt. Kriegen wir so viel Geld reingeschaufelt, dass wir safe 3 Bücher kriegen? 2 bis 3? Nee. Dann mache ich das irgendwie noch nicht. Dann müssen wir warten. Das ist also nicht die Option jetzt, um weiterzumachen. Okay, was wir noch brauchen? Wir brauchen noch Papier. Warum brauchen wir Papier? Weil wir hier noch Bücher verbreiten müssen. Das ist also auch noch wichtig. Und hier brauchen wir auch auf jeden Fall 3-mal Papier, um... Warte mal, wie viel Flug... Nee, warte mal, Quatsch. Bücher verbreiten? Nee, wo waren das jetzt nochmal? Mit Flugblätter? Mussten wir irgendwo Flugblätter verteilen? Oder ist das Quatsch? Ach, hier oben, ne? Für das Ding. Wir brauchen wie viel Flugblätter? 3 Flugblätter. Okay, wenn wir Flugblätter drucken, brauchen wir 5 Papierstapel. Oha, das heißt, diese Geschichte müssen wir eh 2-mal machen. Na gut. Ja, das ist gut. 3-mal haben wir, das machen wir so. 3-mal ist safe, dann müssen wir nochmal die Aktion machen. Tja, und Wilhelm, würde ich sagen, der bleibt jetzt einfach mal... zu Hause, ne? Alles andere wäre, glaube ich, zu gefährlich. Ich guck mal, was passiert, wenn wir ihn hier losschicken. Ja, ich meinte... Aber wir können immer nur 2 Punkte abbauen. Insofern ist es, glaube ich, ganz gut, wenn er mal nicht losgeht. So viel kriegen wir da gar nicht los. Ich denke, das ist okay. Wilhelm untertauchen? Ich möchte nicht 30 ausgeben, nur für eine Person. Ich denke, dass wir bei den nächsten Aktionen weiter Punkte wieder bekommen. Und dann tauchen wir mit Wilhelm unter. Und da wir eben nur 2 Punkte verlieren beim Untertauchen, kann er ruhig einmal aussetzen. Ich denke, das ist okay. Gut. Gehen wir es an. Erstmal kriegen wir ein bisschen Spenden. So, jetzt wird's heiß. Unsere erste wichtige Aktion. Wir schleichen uns in die Wäscherei der Wehrmachtskaserne. Okay, aber es hat geklappt. Wir wurden gesehen, ist kein Problem. Oder wir denken, dass wir gesehen wurden. Wir kaufen Papier. 3-mal, das ist gut. Ja, perfekt. Hat auch gut geklappt. US-Sonderbeauftragter trifft Stalin. Moskau. Sowjetischer Parteichef Stalin trifft den Sonderbeauftragten des US-Präsidenten Roosevelt, um über US-Lieferung von Kriegsmaterial zu verhandeln. Massaker in Kischinjow. Mitglieder der SS ermorden in der Stadt Kischinjow während einer organisierten Mordkampagne mehr als 12.000 Juden. Der Gassmann uraufgeführt. Berlin, der Heinz-Rühmann-Film Der Gassmann, uraufgeführt. Unter der Regie von Karl Fröhlich wird es zu einer erfolgreichen Filmkomödie. 1. August. Ich habe das Gefühl, dass alle um mich herum verschwinden, sagt Wilhelm Irre während des heutigen Treffens. Ich vermisse meinen Bruder. Dein Bruder ist verschwunden? Ja, nicht ganz. Er ist eingezogen worden, von heute auf morgen aus meinem Leben verschwunden. Und so viele andere junge Männer hat das gleiche Schicksal ereilt. Bald ist keiner mehr übrig. Okay. Gut. Also, wir haben die erste Uniform. Das ist schon mal wichtig. Hier scheint nichts Neues zu sein. Wir haben aber auch keine 30 Unterstützer. Das ist auch noch so ein Thema. Hier wird es jetzt gefährlich. Oh yeah. Verdammt. Okay, also jetzt ist ganz klar, jetzt müssen wir untertauchen. Erstmal mit denen wieder. Dann lohnt es sich auch. Jetzt lohnt es sich auch. So. Gut. Und
Ich denke, auch wenn das jetzt ziemlich banal ist, warte mal, wie viel Geld haben wir jetzt noch? 63. Ich denke, wir kaufen jetzt noch einfach nochmal Papier mit den beiden. Und dann haben wir unsere fünf Papier zusammen. Und dann können wir Flugblätter drucken. Ja, das ist relativ simpel jetzt. Ja, wie gesagt, also haltet euch nicht so sehr an diesen Zeitungen auf. Das ist natürlich unrealistisch, dass solche Sachen in der Zeitung stehen. Ich finde das auch nicht ganz glücklich gewählt irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie sie es hätten machen sollen. Aber es erweckt einen komischen Eindruck. Als ob es irgendwie eine freie Presse gegeben hätte in der Form. Gut. Wir starten die Planung. Diejenigen, die nicht als Mitglied der Wehrmacht an der Front sind, müssen die Kriegsanstrengungen auf andere Weise unterstützen. Ich bin beim Winterhilfswerk eingesetzt und soll Decken, Schuhe, Essen und Geld für die Soldaten sammeln. Als ich in der mir zugewiesenen Nachbarschaft ankomme, streckt mir ein grauhaariger Mann in den 60ern seine Hand entgegen. Hallo, ich bin der Wagner. Guten Morgen, Herr Wagner. Er schüttelt meine Hand und lächelt. Sieht so aus, als ob wir heute wohl zusammenarbeiten. Sind Sie soweit? Wir gehen zu unserer ersten Wohnung. Ich versuche, mein Unbehagen zu verbergen, aber Wagner ist einfühlsam. Ist Ihnen nicht wohl? Fragt er leise. Es ist mir unangenehm, Leute um Geld zu bitten. Ganz Berlin leidet bereits unter der Rationierung, sage ich. Ich fühle mich nicht wohl dabei, Leute um noch mehr zu bitten. Wagner wirkt großzügig. Nun, Krieg ist für alle hart, aber da wir schon hier sind, warum nicht das Beste draus machen? Gut, dann starten wir. Wir klopfen an die erste Tür und eine freundliche Familie, die uns unser Anliegen nicht verübelt, gibt uns eine Decke und ein bisschen Geld. Wagner gibt der Mutter eine Marke als Beweis für ihre Spende. Das war ein guter Anfang, sagt Wagner. Sie haben das schon mal gemacht? In der Tat, ich diene diesem Land schon seit langer Zeit. Wir verbringen den Morgen damit, von Tür zu gehen. Die meisten Leute sind freundlich zu uns. Manche sind genervt. Wagner nimmt alles in Kauf. Mit den letzten, die wir treffen, kommen wir ins Gespräch. Sie sind sehr zufrieden mit den schnellen Siegen der Wehrmacht und hoffen auf ein baldiges Ende des Krieges. Wir fragen Wagner, was er vom Krieg hält. Nun beginnt Wagner, ich teile Ihre Begeisterung nicht, aber es liegt daran, dass ich im letzten Krieg gekämpft habe und wie gesagt, Krieg ist schwer für alle. Glauben Sie, dass das bald zu Ende ist? Nun, wenn ich Nein sage, dann heißt das natürlich nicht, dass ich die Fähigkeiten der Wehrmacht anzweifle. Ich habe im Ersten Weltkrieg an der Ostfront gedient. Ich sage Ihnen, der Einmarsch in Russland ist ein gravierender Fehler und nicht nur, weil wir jetzt an mehreren Fronten kämpfen müssen. Wie war es damals? Ich würde lieber nicht in die Einzelheiten gehen. Mein Freund, es war entsetzlich, um ehrlich zu sein. Ich will damit nur sagen, wenn die Wehrmacht vor dem Winter keinen K.O.-Schlag erzielen kann, werden alle leiden. All die Schusswaffen in der Welt können keinen russischen Winter besiegen. Ich freue mich, Sie kennengelernt zu haben. Wagner verabschiedet sich mit einem Lächeln. Seine Worte klingen immer noch in meinen Ohren. Was ist, wenn der Krieg noch jahrelang andauert? 28 Unterstützer, 8 Mark wurde gespendet. Wir kaufen Papier. Ja, Elise denkt, dass sie gesehen wurde. So. Und wir kriegen Moral. Sehr schön, plus 2. Okay, 8. August 1941, Wehrmacht siegreich bei Smolensk. Nach 3 Wochen gewinnt die Wehrmacht die Schlacht bei Smolensk. 310.000 sowjetische Soldaten werden als Kriegsgefangene nach Deutschland gebracht. Bischof verurteilt öffentliche Euthanasie. Der Münsteraner Bischof Clemens. Also, Bischof verurteilt öffentlich Euthanasie. Graf von Galen verurteilt die von der nationalsozialistischen Führung angeordnete Massentötung von Menschen mit Behinderung als Mord. Reichsarbeitsdienst erweitert. Die Dienstpflicht in Reichsarbeitsdienst wird für junge Frauen von 6 auf 12 Monate verlängert und muss im Dienst der Wehrmacht erfüllt werden. Berlin hat sich verändert, sagt Wilhelm Irre während unseres Treffens. Aber ich habe endlich begriffen, warum man in dieser Zeit so wenig Lebensfreude spürt. Alle unsere jungen Männer sind weg.
Man sieht keine jungen Leute, die herumlaufen, zur Arbeit gehen, studieren, sich anfreunden und sich verlieben. Die Jungs sind alle im Krieg. Es ist, als ob das Herz der Stadt nicht mehr schlägt. Eine ganze Generation ist weggeschickt worden, um zu kämpfen und möglicherweise zu sterben. Mögen sie alle gesund zurückkommen. Okay. Moral 54, wir halten das einigermaßen in der Waage. Und Mensch, bei Julius ist ja nur ein Punkt weggegangen. Wie kommt das? Das ist irgendwie doof. Das ist irgendwie richtig doof. Aber ich will nicht schon wieder dahin. Müssen wir mal gucken. Liebe Leute, wir machen heute mal eine kleine Pause zwischendrin. Also, wir sind ein paar Schritte vorangekommen. Wir haben Papier genug und könnten theoretisch als nächstes könnten wir Flugblätter drucken. Geld wird langsam knapp. Wir brauchen auch Geld. Hier könnte Wilhelm mal wieder sammeln. Wir könnten aber diese Geschichte auch mal öffnen, damit wir auch einen Spandau sammeln könnten. Das wäre vielleicht auch mal ganz gut. Ja, die Sache mit Hannah. Wir kriegen dort, wenn wir das machen, kriegen wir dort kritische Informationen. Aber das ist sozusagen nicht notwendig für unseren Gesamtauftrag. Deswegen, wir müssen leider Prioritäten setzen. Man kann nicht alles gleichzeitig machen, sonst kommt man am Ende zu nichts. Und wir wollen ja was schaffen hier, ne? Gut. Okay. So, wie gehen wir weiter voran? Also, ich gucke mal, ob wir das mit dem Flugblätterdrucken jetzt hinkriegen. Wir brauchen definitiv, das ist jetzt ganz wichtig, wir brauchen für diese Aktion 3 Flugblätter. Das muss jetzt hierbei rumkommen. Das ist entscheidend. So. Propaganda und Allgemeinwissen ist wichtig. Ja, Elisa ist für sie ein bisschen schwierig. Wir gucken mal. Na, man könnte es machen mit ihr. Wir brauchen sicher 3. Kann man mit Geld irgendwie die Sache... Nee. Oh, das ist schlecht. Das ist schlecht. Kann man mit einem Papierstapel mehr... Nee, kann man auch nicht. Das geht nicht. Also wir können hier nichts riskieren. Ein Akademiker wäre noch gut. Ja, Julius ist ein Akademiker. Aber mit dem wäre die Sache, glaube ich, zu gefährlich, wenn wir den mit reinbringen. Ja, das will ich nicht riskieren. Hier hätten wir 3 sicher. Schwierig. Was ist, wenn Wilhelm noch mit dabei ist? Dann wäre es safe. Dann wäre es safe. Und Elise wäre auch safe. Die Gefahr wäre nur ein bisschen größer. Ich weiß nicht, ob wir Elise woanders einsetzen können. Ich riskiere das mal. Ich riskiere mal. Ein Knüppel wird hier sicher auch wieder nicht helfen. Nee. Militäruniform. Ah, schaut mal. Ey. Die Militäruniform reduziert die Gefahr. Das klappt. Das heißt, wir können das einsetzen bis zum Ende, um die Gefahr zu reduzieren. Das ist cool. Okay, wir haben sicher unsere 3 Flugblätter. Das heißt, das können wir machen. Und dann sammeln wir in Lichtenberg mit Wilhelm. Ja. Gut. Ich denke, das ist gut und Julius bleibt mal zu Hause, ohne irgendwas zu machen. Okay, starten wir das Ganze. 8 Mark wurde gespendet, wieder ein Unterstützer weniger. Wir sammeln Geld in Lichtenberg. Ja, das klappt perfekto. Immerhin 23. Jetzt, das ist jetzt wichtig, Leute. Boah, wir kriegen sogar 4. So, aber das war natürlich jetzt eine heikle Aktion. Okay, minus 11 Moral. Schlecht. 15. August, Bombenangriff auf Deutschland. Britische Bomberformationen greifen Köln und Berlin an und verursachen schwere Zerstörungen. Großbritannien und die Sowjetunion unterzeichnen einen Handelsvertrag. Moskau, britische und sowjetische Vertreter unterzeichnen ein Handels- und Kreditabkommen. Die Sowjetunion braucht wirtschaftliche Hilfe nach den Zerstörungen durch die Deutschen.
Reist in der Nebensaison. Deutsche Ferienorte sind so gefüllt, dass das Management des deutschen Tourismus die Bevölkerung auffordert, möglichst in der Nebensaison zu reisen. Wilhelm Irre teilt uns mit, dass sein Lieblingsnachtclub geschlossen worden ist. Man kann nirgendwo mehr hingehen, um sich zu amüsieren, beschwert er sich. Jeder im Raum stimmt zu. Es ist traurig zu sehen, wie freudlos Berlin geworden ist. Wenn das NS-Regime endlich zusammenbricht, werden wir die Nacht durchtanzen. Das klingt wunderbar. Ich hoffe nur, dass wir bis dahin überleben. Das hoffe ich auch. Wow, das hat uns 5 Moral gebracht, weil wir das gesagt haben. Liegen bei 53 im Moment. So, hier ist es im Moment kritisch. Und ich glaube, oh, wir können Josef verbessern. Jetzt müssen wir ein bisschen gucken. Was wir jetzt hier verbessern bei ihm. Josef hat, also warte mal, für, ich guck mal, für diese ganz krasse Aktion, nee, da brauchen wir gar keine Sachen. Okay, für diese Geschichten nachher brauchen wir Geheimhaltung und Stärke. Hier Empathie und Allgemeinwissen. Josef. Oder gehe ich doch ein bisschen in Richtung Empathie noch weiter? Was brauchen wir hier beim Bücherverbreiten? Geheimhaltung und Allgemeinwissen scheint auch sehr, sehr wichtig zu sein. Hier brauchen wir auch Geheimhaltung und Allgemeinwissen. Und hier brauchen wir Geheimhaltung und Empathie. Also ich würde sagen, wir stärken entweder Empathie oder Allgemeinwissen. Stärken wir mal Allgemeinwissen. Das war auch relativ häufig. Okay, soweit so gut. Wir müssen eigentlich ins Versteck, um weiter arbeiten zu können. Aber beim letzten Mal gab es nur ein weniger. Ich bin mir nicht sicher, ob wir Christian auch schon mitnehmen. Oder ob uns das jetzt nachher mal gucken. So, und jetzt ist die Frage, können wir hier mit starten, mit dem Flugblätter verteilen? Geheimhaltung und Propaganda? Ja, dafür bräuchten wir Elise eigentlich. Wenn die beiden das machen, es ist schon möglich. Mit der Militäruniform wäre das schon möglich. Bringt es auch 10 bis 12 Leute. Tja. Bringt uns aber dann langsam Entgeltprobleme, ne? Warte mal, aber wir wären dann auf jeden Fall hier einen Schritt weiter. Ja, ist egal, ich meine, am Ende, wann man was macht. Wir können natürlich warten, bis sie hier ein bisschen besser drauf ist, aber das muss gemacht werden. Sieht doch ganz okay aus. Wir kriegen Unterstützer, kommen hier auf die nächste Stufe. Ich würde sagen, wir starten damit. Ja. Gut. So, die drei. So, jetzt. Wir verteilen Flugblätter. Das ist gut gelaufen. Wir wurden nicht gesehen und bekommen 12 Unterstützer. Das ist gut. Das Geheul der Sirenen weckt mich. Fliegeralarm. Draußen ist Pech, schwarze Nacht. Ich höre Schritte von Leuten, die hastig die Treppe hinunterlaufen. Ich ziehe einen Mantel und meine Schuhe an und folge den weißen Pfeilen im Treppenhaus, die den Weg zum Luftschutzkeller weisen. Natürlich laufen wir schnell. Klaus und Hermann, die beiden Jugendlichen aus unserem Haus, stehen vor der Feuertür. Endlich! Herr Scheuermann, es ist auch höchste Zeit. Wir wollten gerade die Tür schließen. Ja, lass mich mal einfach rein. Hermann verzieht das Gesicht, schreibt meinen Namen auf eine Liste und öffnet die Tür. Die Jungen folgen mir. Ich erkenne eine Reihe von Leuten aus unserem Gebäude, die Mutter von Klaus, Anne Mannhold und seine Schwester Elsbeth sowie Hildegard Pitz, Hermanns Mutter. Eine Ecke sind die Obsts, ein freundliches, älteres Ehepaar, das im Erdgeschoss wohnt. Guten Abend, sage ich und setze mich neben Anne Mannhold. Hildegard Pitz sitzt uns gegenüber und winkt mir zu. Klaus und Hermann verschließen die Feuertür. Heil Hitler, wir sind für diesen Bunker verantwortlich, sagt Hermann. Fehlt jemand? Bitte melden Sie das.
Wir schauen uns mal um. Niemand sagt etwas. Gut, Hermann nickt und macht sich eine Notiz. Klaus steht neben ihm und macht ein ernstes Gesicht. Wie lange noch bis zum Angriff? Wir erwarten in der nächsten halben Stunde ein britisches Bombergeschwader mittlerer Größe, sagt Hermann. Ach, da wird nichts passieren, sagt Hildegard. Unsere Flugabwehr wird sie erledigen. Die werden niemals Berlin erreichen. Die haben Berlin aber schon einmal erreicht. Ja, aber das war, bevor sie die neuen Flugabwehrstationen gebaut haben. Und sie sind sicher, dass das klappen wird? Das hat Göring uns versprochen, sagt Hildegard Pitz. Kein feindliches Flugzeug wird die Luftverteidigung von Berlin durchbrechen. Genau so hat er das gesagt. Aha. Warum sitzen Sie denn eigentlich hier? Fragt Frau Obst aus ihrer Ecke. Zweifeln Sie am Führer? Fragt Frau Pitz. Ich würde eher sagen, dass sie im Bunker sitzt, ist ein Zweifel an Göring, oder? Themawechsel. Ich bin beeindruckt von der Arbeit der beiden Jungs, sage ich und zeige auf Hermann und Klaus. Beide sehen sehr stolz aus. Seit wann seid ihr ausgebildete Luftschutzhelfer, frage ich die Jungs. Seit 2 Jahren, sagt Hermann. Ich werde seit Mai ausgebildet, sagt Klaus. Wir reden mit Frau Obst. Wir haben uns lange Zeit nicht gesehen. Wie geht es Ihnen, frage ich Frau Obst. Ein lauter Knall unterbricht alle Gespräche. Der ganze Raum bebt und das Licht geht aus. Wir wurden getroffen, schreit Klaus. Wir wurden nicht getroffen. Das war knapp, aber nicht unser Haus. Wir prüfen mal alles. Ich betaste meinen Kopf, scheint alles in Ordnung zu sein. Ein Kind, Elsbeth, weint. Ein Mann wimmert. Es ist alles in Ordnung, es ist alles in Ordnung. Alles wird gut, versucht eine Frauenstimme, ihn zu trösten. Wir gehen mal zum Kind. Ich taste mich vor und gehe langsam auf die Stimme zu. Geht es allen gut? Ist jemand verletzt? Fragt Hermann. Hat jemand Licht? Ein Streichholz wird entzündet. Ich sehe besorgte Gesichter. Dann wird es heller. Klaus hält ein Hindenburglicht hoch. Wir wurden nicht getroffen, sagt Hermann, aber es war in der Nähe. Wahrscheinlich irgendwo auf unserer Straße. Wir suchen mal Elsbeth. Elsbeth hat sich sehr erschrocken, aber ihr ist nichts passiert. Also wende ich mich an die Obsts. Frau Obst hält ihren Mann fest in den Armen. Er drückt sein Gesicht an ihre Brust. Er zittert und wimmert. Kann ich Ihnen helfen, Frau Obst? Er verkraftet die Dunkelheit nicht, sagt Frau Obst. Es wird ihm gleich besser gehen. Er braucht nur ein bisschen Zeit. Was für ein Mann ist das? Sagt Hildegard Pitz. Rumheulen wie ein Kind. Was für ein Vorbild ist das für unsere jungen Leute? Frau Obst drückt ihren Mann noch fester an sich. Lassen Sie ihn nur in Ruhe. Was soll das? Schauen Sie sich diese Jungen an. Sie zeigt auf Hermann und Klaus. Das sind Kinder. Trotzdem zeigen sie mehr Mut als Sie. Feige Intellektuelle. War ja auch nicht anders zu erwarten. Sagt Hildegard Pitz. Halten Sie doch bitte einfach mal die Klappe. Etwas fliegt durch den Raum und trifft Hildegard Pitz am Kopf. Aua! Frau Obst ansehen. Hildegard hält sich die Hand an den Kopf. Auf dem Boden neben ihr liegt eine Blechdose. Frau Obst hat noch eine Dose in der Hand und sagt, noch eine Dose hat sie in der Hand und sagt, noch ein Wort, Sie dumme Kuh, und dann kriegen Sie auch die nächste ab. Wir beruhigen mal. Wir wollen nicht, dass das hier unten eskaliert. Als ich mich einmischen will, schüttelt Frau Obst die Dose in ihre Hand und sagt, lassen Sie mich jetzt ausreden, sonst bekommen Sie auch eine an den Kopf. Mein Mann war im letzten Krieg, den ihr Narren angefangen habt. Dieses Leiden. Frau Obst deutet auf ihren Mann, hat er von der Front mitgebracht. Was er dort zurückgelassen hat, ist seine Seele. Erzählen Sie mir nichts mehr von Mut, Frau. Kein Flugzeug wird es je nach Berlin schaffen. Oder ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen, Sie kommen nicht lebend aus diesem Keller. Der laute Knall einer weiteren Bombe erschüttert den Bunker. Das war noch näher, sagt Anne Mannhold. Ja, aber immer noch nicht unser Haus, sagt Klaus. Woher weißt du das? Jemand klopft von außen an die Metalltür. Hallo, sagt eine Stimme von draußen. Würden Sie uns bitte reinlassen, die Bomber kommen. Wer ist das, fragt Anne Mannhold. Ich glaube, ich weiß es, sagt Klaus. Ja, warum öffnest du nicht die Tür? Ich vermute, sagt Klaus, das ist Herr Gutmann. Ja und? Der Jude, fragt Frau Pitz. Der kommt hier nicht rein. Und seine Familie auch nicht. Egal, wer das ist, sagt Anne Mannhold. Wir sind mitten in einem Luftangriff. Wer auch immer da steht, braucht Schutz. Lass ihn rein, Klaus. Deine Mutter hat recht, lass ihn rein. Klaus geht zur Tür, aber Hermann hält ihn zurück. Hände weg, das mach ich. Er schiebt seine jüngeren Kameraden beiseite.
Wer ist da? Fragt Hermann durch die Tür. Würdet ihr endlich die verdammte Tür öffnen? Jeden Moment könnte die nächste Bombe einschlagen. Hier ist Louis Gutmann und bei mir sind Paula und Elias. Bitte lassen Sie uns rein. Draußen ist es sehr gefährlich. Das Gebäude an der Ecke wurde getroffen und das Feuer breitet sich aus. Lass sie rein, Hermann, sagt Anne Mannhold. Verstehst du nicht, was er sagt? Das sind unsere Nachbarn, um Gottes Willen. Okay, wir sind Anarchist. Ja, vergiss es. Also, wir haben ja schon in den ersten Kapiteln bewiesen, dass wir durchaus auch handgreiflich aktiv sein können. Wenn ihr die Tür nicht sofort öffnet, werde ich euch dazu zwingen. Nein, ich bin für diesen Bunker zuständig und es ist meine Pflicht, mich an die Regeln zu halten. Und in den Regeln steht, der Bunker ist nur für Arier, sagt Hermann. Geht weg, ruft er laut, damit die Gutmanns ihn durch die schwere Metalltür hören. Du wirst jetzt sofort diese Tür öffnen. Aufhören, schreit Hildegard. Mein Sohn ist hier der Verantwortliche und er hat absolut recht. Juden dürfen nicht in den Bunker. Was sie tun, ist gegen das Gesetz. Ich werde sie anzeigen. Dann zeigen sie mich eben an, aber ihr Sohn lässt jetzt sofort diese Familie rein. Wir sind ein bisschen impulsiv. Wir vergessen so ein bisschen unsere Verantwortung für die Gruppe und sowas alles. Wir ziehen das jetzt durch. Etwas fliegt durch die Luft und trifft die Wand neben Hermann. Ich drehe mich um und sehe Frau Obst mit einer weiteren Blechdose in der Hand. Die hier wird dich am Kopf treffen, Hermann. Ich treffe immer, sagt sie. Du hast gehört, was sie gesagt hat, Hermann. Wird jemand jetzt bitte sofort diese verdammte Tür öffnen, sagt Frau Obst, die immer noch mit ihrer Blechdose auf Hermann zielt. Nein, Klaus, das machst du, sagt Anne Mannhold. Ihr Sohn stottert. Was ich? Das sind Juden, wir dürfen das nicht. Kein Thema, ich mach das schon. Anne Mannhold packt ihren Sohn und zischt. Du machst jetzt sofort die Tür auf. Klaus öffnet langsam und unwillig die Bunkertür. Wir gucken mal Hermann an. Hermann hat sich neben seine Mutter gesetzt. Beide starren die dreiköpfige Familie an, die den Luftschutzbunker betritt. Danke, sagt Paula Gutmann. Wir wissen, dass wir hier nicht sein sollen, aber wir hatten schreckliche Angst. Es sah so aus, als würde das Feuer auf dieses Haus übergreifen und Elias, er konnte nicht atmen. Es gab so viel Rauch. Elias sieht blass aus. Wie geht es jetzt dir, Elias? Es geht ihm viel besser, sagt Paula. Danke, dass ihr die Tür aufgemacht habt, sagt Louis Gutmann. Ich bin sicher, die Entscheidung war nicht leicht. Er sieht auf Hermann und Hildegard, die Wand anstarren. Und ich weiß, was ihr gerade riskiert. Nur Elias zuliebe haben wir um Einlass gebeten. Wir werden es überleben. Ach, hör damit auf, sagt Frau Obst. Du bist ein Mensch, genauso wie wir alle, zumindest die meisten von uns. Natürlich habt ihr das Recht, hier Unterschlupf zu finden. Den Rest des Abends verbringen wir ohne zu reden. Es gibt keine weiteren Angriffe und schon bald hören wir Entwarnung. Die Gutmanns verlassen als Erste den Bunker. Hildegard Pitz hält mich auf dem Flur an und sagt, was heute Abend hier passiert ist, ist unerhört. Normalerweise würde ich sie alle anzeigen, alle! Sie zeigt auf Anne Mannhold und Klaus, die ihren Blick ausweichen. Warum sollten sie das tun? Das, was sie getan haben, war gegen das Gesetz, sagt Hildegard. Aber wir sind Nachbarn und kennen uns schon so lange. Deshalb werde ich vorläufig davon absehen, sagt sie. Naja, wir gießen mal kein Öl ins Feuer, wir nicken. Aber das war das erste und letzte Mal. Wenn ich sehe, dass einer von Ihnen einem Juden wieder hilft, werde ich Sie anzeigen. Sie wissen, wo ich arbeite. Sie wissen, wen ich kenne. Legen Sie sich nicht mit mir an. Jetzt komm, Hermann, sagt Hildegard. Ich wende mich an Anne Mannhold. Glaubst du, sie meint es ernst? Sie meint es ernst, aber sie wird uns nicht anzeigen. Das würde ihren eigenen Sohn in ein schlechtes Licht drücken. Schließlich war er für den Bunker verantwortlich und er wurde von einer alten Frau entthront. Wir lachen beide, obwohl daran eigentlich nichts Komisches ist. Puh, und wir haben eine neue Aufgabe, habt ihr es gesehen? Narva und Nowgorod eingenommen. Die Wehrmacht erobert die beiden sowjetischen Städte Narva und Nowgorod an der Ostfront. Spanische Arbeitskräfte in Deutschland. Ein Abkommen ermöglicht es deutschen Unternehmen, spanische Arbeitskräfte die Beschäftigung im Deutschen Reich zu rekrutieren. Niederländische Kinos müssen Film zeigen. Goebbels schreibt allen niederländischen Kinos vor, für die nächsten 12 Monate den antisemitischen Propagandafilm Der ewige Jude zu zeigen. 22. August. Ich kann deutlich sehen, dass Christian Sauer wütend ist, als er zum Treffen erscheint. Was beschäftigt dich, Christian?
Zur Hölle mit Hitler, zum Teufel mit den Nazis und ihren verdammten zackigen Handlangern. Ich kann nicht fassen, dass man uns alle in diesen Krieg gezerrt hat. Verflucht sei jeder, der für sie kämpft. Wilhelm Irre springt wütend auf. Halt die Luft an. Beruhigt euch bitte beide. Keiner beachtet mich. Ich hasse die Nazis genauso wie alle anderen, aber wenn du jeden in der Wehrmacht verfluchst, verfluchst du unschuldige Männer, die gezwungen wurden zu kämpfen. Das sind unsere Väter, unsere Söhne, unsere Brüder, fährt Wilhelm fort. Unschuldig? Schreit Christian. Sie töten unschuldige Männer und Frauen in ganz Europa und wozu? Wilhelm hat recht, wir sind alle aus dem gleichen Grund hier, bei diesem Treffen, um dem Nazi-Regime zu widerstehen. Aber jeden in der Wehrmacht zu verachten, bedeutet Mitglieder unserer eigenen Familien zu verachten. Das können wir nicht. Das ist allein deine Meinung, sagt Christian und stürmt raus. Ende der Szene. Christian minus 5. Ich glaube Loyalität. Glaube ich zumindest. Die intern gewertet wird. Okay, wir haben 40 Unterstützer für diese Geschichte. Schaut mal. Ach nee, wir haben 38, wir haben keine 40. Okay. Gut. Langsam kriegen wir die Unterstützerzahlen, die uns das Geld sammeln, ein bisschen abnehmend, ja, in der Tat. Ja, es sind sehr viele Zwischenszenen in diesem Kapitel. Ich hoffe, wir halten so ein bisschen unseren Zeitplan ein. Mal sehen. Okay, so, wie machen wir weiter? Es sind noch 11 Wochen für unser Ziel. Und wir haben irgendwie ein neues Ziel bekommen. Wo ist denn das jetzt eigentlich hin? Für die hier. Und der Schlupf für die Gutmanns finden. Da brauchen wir Geheimhaltung und Empathie. Allerdings bringt das Unterstützer, wenn uns das gelingt. Kostet aber ziemlich viel die Aktion. So, wir brauchen jetzt Geld. Ich würde das gerne mal hier freischalten. Ah, er alleine. Warte mal. Nee, wer kann das nochmal? Christian, ne? Genau. Das würde ich jetzt gerne mal freischalten, damit wir nämlich diese Geldverdienoption mit dazu bekommen. Und wir haben neu Medikamente kaufen. Das ist gut. Gut zu wissen. Warum wird mir das nicht angezeigt, dass es neu ist? Ich denke, das mit dem Zugang, das können wir jetzt mal starten. Empathie und Allgemeinwissen. Zweifelhaft Unterhändler. Das passt genau nicht. Ja, das könnte was werden. Das könnte was werden. Kostet uns 40. Und wir müssen eigentlich nochmal Geld sammeln nebenbei. Ja, versuchen wir es. Und Elise. In Kreuzberg sammeln ist, glaube ich, für sie nichts. Oh, wow. Warum ist sie so krass gut? Okay, es bringt zwar nicht viel, aber sie ist super gut. Warte mal, ist sie dann hier vielleicht sogar auch besser? Ja, sie ist da deutlich besser. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Gut, so. Jetzt mal gucken. Was sind jetzt die nächsten Schritte eigentlich? Also wir müssen... Wir müssen noch die Bücher bekommen. Na, das bringt uns alles nichts. Müssen wir noch mal eine Farbaktion machen? Ja. Wir müssen auch noch mal eine Farbaktion machen, glaube ich. Wir brauchen vorher diese Geschichten. Und dafür brauchen wir die Farbaktion. Ah ja, genau. Deswegen haben wir auch die Farbe verteilt. Aber deswegen brauchen wir keine kaufen. Nee, alles klar. Gut, wartet mal. Ist hier was Neues? Zwangsarbeiter. Das ist mir zu riskant. Ich weiß nicht, was ich mit Willem machen soll. Dann sammelst du hier. Das ist okay. Jetzt sorgen wir mal ordentlich für Geld und wir gehen hier einen Schritt weiter in Richtung LKW. Das ist, denke ich, okay. Gut, dann machen wir weiter. So.
Immerhin 11 Mark gespendet, 2 Unterstützer verloren. Hier wird gesammelt durch Elise mit ihrer Propaganda. Eieieiei. Na komm, wir verstecken uns mal. Ruhig bleiben. Ah, sie wurde gesehen. Verdammt, das ist schlecht. Sehr schlecht sogar. Hier sammelt Wilhelm. Das lief gut. So, das ist wichtig. Wir versuchen, in den Parkplatz einzubrechen. Oh. Na gut, aber es hat geklappt. Und wir sprechen mit den christlichen Gemeinden. Und wir haben einen Priester. Doch, er wurde gesehen. 3 Unterstützer dazu bekommen. Aber das war teuer, sozusagen. SS ermordet 14.000 Zivilisten in der Ukraine. Die deutsche Einsatzgruppe C erschießt 14.000 jüdische Zivilisten in Kamenez-Podolski. Proteste gegen Euthanasie erfolgreich. Hitler befiehlt aufgrund der öffentlichen Proteste die Einstellung der sogenannten Euthanasie, der systematischen Ermordung von Menschen mit Behinderungen. 70.000 waren bis dahin ermordet worden. Die Wehrmacht besetzt Tallinn. Deutsche Truppen nehmen die sowjetische Stadt Tallinn in Estland ein und fügen der sowjetischen Marine schwere Verluste zu. Eigentlich müsste man hier sowjetische Stadt auch in Anführungsstrichen setzen. Im heutigen Treffen besprechen wir den Krieg. Wilhelm Irre sagt, vielleicht wird er kürzer sein, als wir denken. Also in Anführungsstrichen, weil es eine estnische Stadt ist. So. Kürzer, weil die Wehrmacht so allmächtig ist, oder was? Das wollte ich nicht damit sagen. Allerdings war der Blitzkrieg anscheinend sehr effektiv. Aber Hitler greift in alle Richtungen an. Polen, Frankreich, jetzt auch Großbritannien und jetzt sogar Russland. Kann die Wehrmacht das schaffen? Ich weiß nicht. Es scheint, als wäre die Wehrmacht nicht aufzuhalten. Plus 5 bringt das an Moral. Na gut. Okay, so. Was ist neu dabei? Neu dabei ist, dass wir hier ein Versteck einrichten können. Diese Geschichte dürfen wir nicht vergessen. Aber es ist auf jeden Fall wieder Zeit, einmal ins Versteck zu gehen. Es wäre so gut, wenn wir hier mal neue Optionen hätten. Hier haben wir nochmal einen Gewerkschafter. Das könnte nochmal interessant sein. Ermöglicht Parolen auf Mauern malen. Na, weiß ich nicht. Party feiern für 50 Moral. Okay, und hier ist natürlich die LKW-Geschichte. Aber hier müssen wir erstmal, glaube ich, ein bisschen Zeit vergehen lassen. Und jetzt können wir auch in Spandau Spenden sammeln. Das ist gut. Okay, gut. Also wir müssen einmal jetzt rein. Hilft nichts. Mit Josef, mit Elise und mit Julius weisen wir das mal zu. Gut, 3 sind damit schon weg. Für unsere Sache können wir im Moment jetzt wenig machen. Wir können eigentlich im Moment nur... Halt, wir können hier Parolen malen. Wobei, da ist Elise einfach die Beste. Wir gucken mal, was die beiden hier erreichen würden. Nee, das ist mir zu riskant. Das ist mir zu riskant. Müssen wir verschieben. Ja, wir bewegen uns jetzt ein bisschen auf der Stelle, ne? Gibt es Probleme auf Twitch? Sehe ich gerade. Probleme auf YouTube? Okay. Warte, was ist hier los? Das ist doof. Was können wir da machen, Leute? Das hatte ich ja noch nie. Das ist ja super doof. Okay, die meisten wechseln hier gerade auf Twitch rüber. Ja, das ist ja ärgerlich. Ich überlege gerade, was helfen könnte. Das Blöde, wenn ich den Stream stoppe, dann öffnet er bei YouTube quasi einen neuen Stream, der dann nicht vernünftig ausgewiesen ist.
Jemand sagt, es wäre ein Strike. Warte mal, aber die Leute, die auf YouTube jetzt schreiben, die sehen nichts, aber können schreiben oder was? Was machen wir da? Das ist ja noch nie vorgekommen. Ich gucke mal ganz kurz weitere Infos. Fehler beim Streamen. Nee, hier ist nichts erkennbar, was das ausgelöst haben könnte. Ich guck mal bei Twitch, bei Restream. Hier scheint alles soweit in Ordnung zu sein. Ach Leute, das ist ja wirklich doof. Sehr, sehr ärgerlich. Hier versucht er gerade irgendwie einen Reload. Ja. Tja. Was meint ihr? Soll ich den kompletten Stream nochmal neu starten? Was dazu führt, dass es quasi, ist halt die Frage, ob das erkannt wird, was auf YouTube quasi so ein neues Event öffnet. Ist immer so ein bisschen kompliziert. Oder wollen wir auf Twitch weitermachen? Die Hälfte geht verloren für die Unterstützer. Ach so, auf YouTube gehen gerade auch andere Streams nicht. Ah, Topsen. Alles klar. Das scheint also dann gar nicht mein Problem zu sein, sondern YouTube-Problem zu sein. Dann funktioniert vermutlich auch ein Neustart nicht. Okay, kann vielleicht mal einer, oder warte mal, ich kann einfach auch meinen Twitch-Kanal eingeben, das ist ja kein Problem. So, da habe ich's. Okay, dann wechseln wir komplett auf Twitch. Ja, hilft nichts. Müssen wir mit leben. Das sind so erste Weltprobleme. Okay, wir schicken die drei weg und wir müssen leider jetzt diese Runde so ein bisschen aussetzen. Wir werden jetzt Geld sammeln. Ich würde sagen, Christian macht das dort. Da ist er ganz gut dabei. Wilhelm geht wieder nach Lichtenberg. Versucht da sein Glück. Und dann müssen wir dringend uns nächste Runde um die Gutmanns kümmern. Also starten wir mal weiter durch. Okay. Na los, komm, wir verstecken uns. Wir brauchen nicht so dringend Geld, dass wir hier super viel riskieren müssen. Aber immer wenn das kommt, dann wird er gesehen, ne? Immer wenn da so ein Zwischenfall ist, habe ich das Gefühl. Gut, die Sache hat geklappt. Moral gewinnen wir dadurch auch. Und hier wird durch Christian gesammelt. Ah. Ganz gut was zusammengekommen, aber auch er wurde gesehen. Juden müssen gelben Stern tragen. Tageblatt, französische Geiseln hingerichtet. Und Ghetto in Vilnius. 5. September. Ich komme zu unserem Treffen und die anderen Mitglieder schwelgen in Erinnerung. Erinnerst du dich an die Olympischen Sommerspiele? Ich vermisse diese Tage. Oh ja, der Sommer 36. Lange ist es her. Ohne das Nachtleben. Für eine Weile war diese Stadt das Zentrum der Welt. So viele Clubs, Musik, Tanzen, Leute, die sich amüsieren. Und die Nazis haben zumindest vorgegeben, anständig zu sein. Heutzutage, Berlin scheint so düster zu sein. Ja, die Stadt hat sich sehr verändert. Ich wünschte, es wäre so wie früher.
Es wird nie wieder so wie früher sein. Ich fürchte, es wird schlimmer werden, bevor es besser wird. Moral minus 5, aber wir sind bei 61. So, die Situation hat sich leider nicht so dramatisch verbessert. Oh mein Gott, ich vermisse so sehr die Möglichkeit, dass wir uns irgendwie reinwaschen. Mann. So, wir müssen jetzt uns um diese Geschichte kümmern, um die Gutmanns. Es hilft nichts. Wir brauchen hier Empathie und Geheimhaltung. Ja. Na. Das ist schon hart, das Ding jetzt so durchzuziehen. Aber die Militäruniform hilft uns tatsächlich hier auch. Okay, das starten wir mit denen. Wie viel Geld haben wir? Wir haben 34 nur. Oh mein Gott. Hier ist es, glaube ich, jetzt zu gefährlich zum Sammeln. Das ist doof. Die Frage ist, ob wir die anderen nochmal wegschicken. Dann haben wir aber gar kein Geld mehr. Da haben wir nur noch 4. Aber es hilft uns, glaube ich, perspektivisch am meisten weiter. Oder, warte mal, ich versuche noch eine Sache. Wir brechen das nochmal ab. Können wir vielleicht... Nee. Wir haben kein Geld mehr für die Aktion. Wie viel Geld brauchen wir denn hier? 50. Verdammt. Na, dann machen wir das. Gut, gehen wir weiter. So, wir helfen den Gutmanns. Wir verstecken uns aufgrund der Wehrmachtsuniform oder aufgrund der Uniform. Das hat gut geklappt. Sehr schön. Immerhin 6 Unterstützer. Die werden wieder reingewaschen. 4 Unterstützer mehr. Deutsche Truppen erobern Schlüsselburg am Ladogasee. Roosevelt feuerfrei. Er befiehlt die US Navy ohne Vorwarnung auf deutsche und italienische Schiffe zu schießen, die sich in US-amerikanische Gewässer befinden. Premiere des Films Annelie. 12. September. Ich merke, dass Josef Herzberg heute Abend etwas auf der Seele liegt. Ich erkundige mich, was los ist. Er entgegnet, die Situation zu Hause ist schwierig. Es geht um unseren Sohn. Was ist da los? Ist er krank? Das ist nicht das Problem. Er wurde eingezogen und kämpft jetzt an der Westfront. Vor ein paar Tagen habe ich mitbekommen, wie meine Frau für einen schnellen Sieg für unsere Soldaten gebetet hat. Na und? Ich bin wütend geworden. Liegt da das Problem? Ja, wir haben uns gestritten. Ich kann es einfach nicht ertragen, dass irgendjemand, geschweige denn meine eigene Frau, den schnellen Sieg der Nazis herbeiwünscht. Und sie kann es nicht ertragen, dass ich nicht alles opfern würde, um unserem Sohn zu helfen, am Leben zu bleiben. Natürlich willst du, dass dein Sohn gesund nach Hause kommt, aber wenn Hitler über ganz Europa siegt, will ich mir die Folgen gar nicht ausmalen. Moral minus 5. Die Probleme nehmen zu. Okay. Hier zeigt uns immer noch an, neu, dass wir diesen Wagen stehlen können. Aber wir müssen abwarten, bis sich hier die Sache ein bisschen beruhigt, glaube ich. Ja, Leute, YouTube hat wohl gerade ein Problem, entschuldigt. Wer kann, sollte auf Twitch wechseln, einfach dem Link folgen, den der gute Mr. Seraphim hier ab und an reinstellt. Ärgerlich, sowas. Gut, abwarten wird langsam auch gefährlich, das stimmt. Aber es sieht jetzt wieder gut aus mit unseren Leuten. Jetzt können wir ein paar große Aktionen machen. Das Problem ist, wir brauchen Geld. Also das haben wir erstmal gelöst. Wir sollten auf jeden Fall jetzt diese Parolenaktion machen. Dann haben wir schon vielleicht bald hier die nächste Geschichte. Und ja, das ist das. Und dann brauchen wir Geld. Also die Sachen sollten wir haben. Elise ist auf jeden Fall super dafür. Und wir haben... Ne, wir haben nicht noch einen. Empathie und Propaganda. 5, 4, 5. Julius muss noch hin. Die Militäruniform nehmen wir mit. Und dann läuft das, würde ich sagen. Weisen wir das zu. Und darüber hinaus brauchen wir Kohle jetzt. Kohle, um diese Aktion da zu starten. Also schicken wir hier Wilhelm hin. Hier. Warum können wir hier noch nicht sammeln?
Was ist hier benötigt? Hä? Ist das alles gesperrt jetzt, weil das rot ist? Oder das ist ja irgendwie merkwürdig. Es steht nicht, was benötigt ist. Ganz merkwürdig. Okay. Wir können hier nochmal mit dem Gewerkschafter reden. Das könnte Wilhelm Irre besser machen eigentlich. Ja, das ist doof hier mit Christian. Wohl, da geht's eigentlich. Aber wir brauchen das Geld. Das hat Priorität. Die beiden sind jetzt beide eigentlich nicht gut geeignet. Oh, doch. Ah, weil er Arbeiter ist, geht das. Sehr schön. Dann machen wir das hier. Und ich frage mich, ob wir Josef... mit dem Gewerkschafter, das ist mir zu riskant. Ob wir Josef nicht einfach mitschicken, um zum Beispiel hier noch ein bisschen mehr Geld zu kriegen. Ja, ich glaube, das ist die beste Sache. So machen wir das. Das heißt, wir kommen hier einen Schritt weiter und bekommen Geld, um an die Bücher zu kommen. So, das ist jetzt natürlich doof. Wir versuchen zu verstecken. Angriff beim Anmalen der Parolen. 6 Unterstützer dazu und nicht gesehen worden. Das ist, hat gut geklappt. Also die Militäruniform, die ist echt wichtig. So, wir sind bei den Arbeitern. In Kreuzberg diesmal, da ist nicht so viel zu holen. Und in Lichtenberg. Wir verstecken uns. Immerhin noch 21. Und wir wurden nicht gesehen. Wow, cool. Oh, das war jetzt eine erfolgreiche Runde. Muss man einfach mal so sagen. Wehrmacht kämpft bei Kiew. Wir sind am 19. September. Keitel erteilt Sühnebefehl. Der Befehl lautet darauf, dass für jeden in den besetzten Gebieten getöteten deutschen Soldaten 50 bis 100 Zivilisten, speziell Kommunisten, Sinti und Roma und Juden, erschossen werden sollen. Spenden für die Truppe. Das Winterhilfswerk sammelt Geld. 19. September. Während des Treffens erzählt Elise Hoffmann von ihrem Dilemma. Ich muss zugeben, als deutsche Staatsbürgerin, als Widerstandskämpferin bin ich im Zwiespalt über diesen Krieg. Wo ist der Zwiespalt? Ich weiß, aber hör mir zu, dieser Krieg wird noch mehr Zerstörung mit sich bringen als der letzte. Vielleicht noch viel mehr, Millionen Tote auf der ganzen Welt. Ja, deshalb ist er so ungerecht. Und ich stimme zu, aber dennoch, die Wehrmacht hat schon so viele schnelle Siege errungen. Wäre ein baldiges Ende des Krieges nicht besser als ein langwieriger Konflikt mit Millionen von Toten auf allen Seiten? Wir können Hitler niemals den Sieg wünschen. Stell dir vor, ganz Europa und Russland würden von Hitler regiert werden. Was, wenn die Gerüchte über die Lager wahr sind? Was passiert dann? Alle schweigen. Moral minus 5. Aber dennoch immer noch im grünen Bereich. Elise ist aber ein bisschen beruhigter. Okay. So. Gut. Hier oben wäre es tatsächlich jetzt möglich, den LKW zu stehlen. Und ich bin am Überlegen, ob wir diese Sache nicht jetzt durchziehen. Es wird da oben nicht besser. Wir gucken mal, was hier benötigt ist. Geheimhaltung und Stärke. Ich würde sagen, dann widmen wir diesen Stufenaufstieg mal genau dieser Sache und stärken hier bei uns nochmal Geheimhaltung. Und dann gehen wir das an. Julius wird dabei sein. Ach du Scheiße. Oha. Oha. Vielleicht ist es besser, doch erst die Militäruniform zu besorgen, weil die helfen ja hier, ne? Die reduzieren ja. Und wenn wir mehr davon haben, ich glaube, es ist besser, wenn wir diesen Weg erstmal gehen und am Schluss das Ding stehlen. Ich glaube, das ist klug, ja. So, das heißt, wir müssen als nächstes die Aktivitäten der Wehrmacht beobachten. Das ist, glaube ich, relativ simpel. Geheimhaltung und Allgemeinwissen. Da ist Julius eigentlich richtig dabei, ja. Das kostet uns 40 Mark auch noch. Ich glaube aber, er kann das alleine machen. Schicken wir ihn mal mit der Uniform los. Warum geht denn das jetzt schon wieder nicht? Ach, weil wir kein Geld haben. Verdammte Axt, wir haben zu wenig Geld. Wir können nur eins machen. Das heißt, wir brauchen wieder mehr Geld, Leute. Wir brauchen mehr Geld, wir müssen Geld sammeln. Für diese Aktionen. Wir kommen zu langsam voran. Ob er nicht noch besser ist? Ja, das stimmt. Warte mal.
guter Hinweis. Er könnte besser sein. Ja, Josef ist besser für die Sache. Absolut richtig. Kann er, dann ist es gut. Okay, dann gehen wir auf Sammeltour. Ich frage mich immer noch, warum können wir hier nicht... Also was ist denn hier benötigt, bitte? Ich verstehe es nicht. Was können wir eigentlich mit unserem Konservativen machen? Wisst ihr, bringt das einfach nur Unterstützer? Wisst ihr, was das bringt? Ich glaube, das bringt einfach nur Unterstützer, ne? Der Chat ist mit anderen beschäftigt, merke ich. weiß das jemand? Wenn ich jetzt bestätige, weil dann kommen wir über 50. Das könnte uns nochmal Optionen geben. Minori sagt, ich glaube, es sind Unterstützer. Okay. Ja, ich denke, ich versuche es. Wir bestätigen das mal. Ah, das bringt Moral. Es bringt Moral und keinen Unterstützer. Okay, sind wir schlauer geworden. Schade drum. Oder, ach so, weil irgendein Gespräch. Ah, das hatte, genau, das hatte 79 Voller ja auch gesagt. Irgendein Gespräch ist jetzt hier weggegangen durch diese Aktion. Naja, ist okay. Gut. Mit dem Rest bleibt uns jetzt nichts anderes übrig als Spenden sammeln. Das ist das, was wir vor allem benötigen. Sie ist hier gut dabei. Ja, da wir eh nichts anderes... Obwohl, wir könnten ihn auch zu Hause lassen, dann verliert er einen Punkt. Finde ich fast sogar noch besser. Die paar Kröten, die wir da mehr bekommen. Von den anderen Sachen... Er könnte vielleicht auch hier noch mit dem Gewerkschafter reden. Ja, bringt immerhin einen Unterstützer. Vielleicht ist das ja doch besser. Okay. Ja, Unterstützer werden nicht mehr so gut. Das stimmt. Ja, wir könnten ihn auch zu Hause lassen, aber die Sache ist relativ risikolos. Ich würde mal sagen, wir können das starten. So, es wird knapp, Leute. Ich habe das Gefühl, es wird knapp. Okay, Josef Herzberg versucht, die Aktivitäten zu beobachten. Das hat geklappt. Sehr schön. Das heißt, wir können das nächste Mal die nächste Uniform stehlen. Wir treffen uns dort mit dem Gewerkschafter. Und er wurde Gott sei Dank nicht gesehen. Auch gut. Und jetzt kommt die zwei Spendensammeln-Aktionen. Nicht gesehen und 19 gesammelt. Sehr gut. Lichtenberg. Verstecken. Abgebrochen. Verdammt. Ich gehe die Place de la Concorde hinunter. Der Himmel ist grau. Seit meinem letzten Besuch in Paris sind 5 Jahre vergangen. 5 ereignisreiche Jahre, die tiefe Narben im Gesicht Europas hinterlassen haben. Wieso ist er jetzt in Paris plötzlich? Wir schauen uns um. Die Zeichen der Veränderung sind von weitem sichtbar. Riesige Hakenkreuzfahnen an der Fassade des Hotel Le Meurice. Wir überprüfen die Adresse. Ich schaue auf den zerknitterten Zettel, den mir Falk in Berlin gegeben hat. Der angegebene Treffpunkt befindet sich in einer Seitenstraße hinter dem Hotel. Wir gehen dahin. Diese ganze Rumlauferei hat mich hungrig gemacht, aber ich will nicht zu spät kommen. Haben Sie dort wohl etwas zu essen oder sollte ich auf dem Weg etwas kaufen? In der Nähe sehe ich eine Bäckerei. Nee, wir gehen weiter. Die Rue de Rivoli sieht fast so aus wie vor 5 Jahren. Frauen mit modischen Hüten und Opernmänteln, elegante Männer in Anzügen, als wären alle auf dem Weg zu einer großen Dinnerparty. Sogar die deutschen Soldaten, die an den Schaufenstern vorbeischlendern, fallen kaum auf. Wir betrachten mal die Schaufenster. Eines hat sich geändert. Sie sind zwar liebevoll dekoriert, aber außer der Dekoration gibt es nicht viel zu sehen. All diese schicken Geschäfte haben nichts zu verkaufen. Ich biege um die Ecke in eine kleine Seitenstraße der Rue de Rivoli. Die Holztür sieht unscheinbar aus. Jemand hat Fermé geschlossen, mit Kreide darauf geschrieben. Ich überprüfe Falks Notiz. Ja, das muss der Treffpunkt sein. Wir schauen uns um. Ich sehe niemanden. Wir klopfen an die Tür.
Klopfen, lange Pause, klopfen, 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 lange Pause, klopfen, das Geheimsignal, das Falk mir beigebracht hat. Nach kurzer Zeit öffnet sich ein kleines Fenster in der Tür und ein paar Augen schaut mich an. Qui voulez-vous, Monsieur? Falk hat mich geschickt. Ich kann ein geflüstertes Gespräch hinter der Tür hören, bevor sie sich endlich öffnet. Es ist dunkel drin und ich kann niemanden sehen oder irgendetwas erkennen. Komm schnell rein, sagt eine weibliche Stimme. Soweit ich es erkennen kann, führen mich ein Mann und eine Frau durch verwinkelte Gänge in einen Gewölbekeller. Leere Regale an den Wänden deuten auf ein Lager hin. Ich sehe eine ähnliche Druckmaschine wie in Berlin und eine offene Kiste mit Gewehren, verpackt in Sägemehl. Mitten im Raum sitzt eine junge Frau und richtet eine Waffe auf mich. Wer bist du? Fragt sie. Falk hat mich geschickt. Ich bin hier, um jemanden namens Fritz zu treffen. Sie nickt und senkt die Waffe. George, für dich. Aus einer dunklen Ecke tritt ein Mann in robuster Arbeitskleidung. Ich habe diesen Mann vor 5 Jahren getroffen. Trotz der schlechten Beleuchtung und der Tatsache, dass er ohne seinen feinen Anzug völlig anders aussieht, erkenne ich ihn sofort. Kennen wir uns? Fragt er. Du bist ein britischer Journalist, wir haben uns hier in Paris getroffen. Oh, richtig, du bist ein Freund von Claire und diesen Kommunisten Hannah und Richard, nicht wahr? Armer Richard, so vorhersehbar, aber immer noch überaus traurig. Wie geht's? Was meinst du mit armer Richard? Hast du nicht gehört? Sie haben ihn in Spanien hingerichtet. Seine eigenen Leute haben ihn während einer politischen Säuberung erschossen. Ich verstehe nicht, wie Hannah noch mit Stalinisten arbeiten kann. Sie und Richard waren ja einmal ein Paar. Davon hatte ich keine Ahnung. Also du bist wegen Fritz hier? Ja, Falk hat mir gesagt, ich soll ihn treffen. Er ist in Paris, aber nicht hier. Er wäre verrückt, sich mit Leuten aus dem Widerstand blicken zu lassen. Aber Claire kann dich zu ihm bringen. Claire! Claire, es ist Claire. Als sie mich erkennt, umarmt sie mich und küsst mich auf beide Wangen. Julius, es ist wunderbar, dich am Leben zu sehen, sagt sie. Schön, dich zu sehen, Claire. Ich könnte dir das Gleiche sagen. Achso, das waren beide Sachen, entschuldigt. Wir werden Fritz in einer Bar treffen, die bei den Deutschen beliebt ist. Wir können sie durch die Tunnel erreichen. Folge mir. Wie geht es dir? Okay, lass uns gehen. Claire geht voran. Es scheint, als ob die Keller von Paris alle durch ein Labyrinth von Tunneln verbunden sind. Wie lebt es sich unter der Militärverwaltung? Es ist schlimm, sagt sie. Paris war immer ein Zufluchtsort für Menschen aus ganz Europa, die vor dem Faschismus in ihrem Land geflohen sind. Als die Deutschen kamen, mussten sie erneut fliehen. Wer auch immer geblieben ist, kollaboriert jetzt oder ist untergetaucht. Im Vergleich zum Osten scheint es euch gut zu gehen. Uns geht es überhaupt nicht gut, sagt ihr. Die Deutschen haben seit Beginn der Besatzung Tausende verhaftet. Niemand weiß, wohin sie gebracht haben oder ob sie noch leben. Sie sorgen dafür, dass sich niemand sicher fühlt. Es tut mir leid. Hier sind wir, sagt Claire. Wir betreten vom Keller aus eine kleine Bar. Sie ist leer, bis auf ein paar deutsche Soldaten, die in einer Ecke sitzen. Warte hier, sagt Claire und verschwindet, um mit dem Barkeeper zu sprechen. Die Soldaten rufen nach dem Kellner und bestellen auf Deutsch mehr Getränke. Auf ihrem Tisch sammeln sich die leeren Flaschen. Claire kehrt zurück und zeigt auf eine kleine Tür neben der Theke. Dein Treffen ist da drin, bis später, sagt sie. Ich betrete einen kleinen Raum. Meine Augen gewöhnen sich langsam an die Dunkelheit und ich kann einen Tisch erkennen. Dort sitzt ein Mann in deutscher Offiziersuniform, der mir wortlos einen Stuhl anbietet. Sie müssen Fritz sein, sage ich. Aber der Offizier legt einen Finger auf den Mund. Keine Namen, sagt er. Ich habe von Ihnen und Ihrer Gruppe gehört. Was Sie im Augenblick tun, ist sehr wichtig. Aber was Menschen wie Sie in Zukunft tun werden, könnte noch wichtiger werden. In der Zukunft? Das Regime zu bekämpfen ist wichtig, aber es wird eine Zeit nach den Nazis geben. Es wird ein neues Deutschland geben, sobald Hitler und seine Bande von Kriminellen von der Bühne verschwunden sind. Wie wird dieses Deutschland dann aussehen? Was meinen Sie damit? Was ich meine ist, wer wird Deutschland regieren? Wie wird Deutschland regiert werden? Das sind die wichtigen Fragen, sagt er. Sind Sie sicher, dass das die wichtigen Fragen sind? Sicher, sagt er. Im Moment bilden Hitlers Truppen eine Linie von Leningrad nach Madrid. Aber was noch stärker aussieht, wird bald zur Schwäche werden. Woher wissen Sie das? Vertrauen Sie mir, ich weiß Bescheid. In meiner Position muss ich Bescheid wissen. Ich versuche an seinen Rangabzeichen zu erkennen, welchen Dienstgrad dieser Mann haben könnte. Können Sie mir das erklären? Sie haben sich übernommen. Deutschland war besser bewaffnet als vom Rest der Welt erwartet, aber letztendlich ist es doch nur ein mittelgroßes Land. Was ist mit den Achsenmächten? Hitlers Verbündete sind größenwahnsinnig, genau wie er.
Sie werden ihn auch nicht retten. Italiens Traum vom Mittelmeer als Mare Nostrum, ach, kommen Sie schon. Der Zenit ist bereits überschritten. Von nun an kann es für das Reich nur noch bergab geben. Aber es gibt immer noch ein Problem. Er nimmt einen Schluck aus seinem Glas. Wenn wir die Nazis von Deutschland aus stoppen wollen, brauchen wir die Hilfe des Militärs. An einem Putsch führt kein Weg vorbei. Aber die meisten Generäle sind Hitler immer noch treu. Auch wenn sie sehen, dass er das Land in die Katastrophe führt, sagt er. Wenn sie das eingesehen haben, warum halten sie sie nicht auf? Falsche Loyalität, Opportunismus, Angst vor dem, was nach den Nazis kommen könnte. Vergessen Sie nicht, dass viele dieser hohen Militärs möglicherweise keine eingefleischten Nazis sind. Aber sie haben reichlich vom Regime profitiert, sagt er. Natürlich haben sie das. Ja, aber wir brauchen sie. Allerdings sind die meisten von ihnen auch keine Demokraten. Sie hätten lieber eine neue Diktatur als wieder so etwas wie Weimar. Ja, und was wollen Sie? Ich möchte, dass Hitler verschwindet und nicht durch einen anderen Autokraten ersetzt wird. Deshalb möchte ich Deutschland auch davon abhalten, den Weg Russland zu gehen, sollten wir den Krieg verlieren. Wie unter Stalin zu leben, ist auch keine wünschenswerte Zukunft. Deshalb möchten wir, unser Kreis, gerne mit Ihrer Gruppe zusammenarbeiten, aber Sie müssen sich von den Sowjets fernhalten. Wie kann ich behilflich sein? Im Moment erstmal gar nichts. Setzen Sie Ihre Arbeit fort, aber die Dinge könnten sich bald ändern und dann sollten Sie bereit sein zu handeln. Mit diesen Worten steht Fritz auf und gibt mir die Hand. Danke, dass Sie den langen Weg auf sich genommen haben, sagt er. Sie werden von uns hören. Claire steht an der Bar. Wie war das Treffen? Ich weiß nicht. Ich weiß, was du meinst, sagt sie. Sie bringt mich zurück zum Bahnhof. Wir verabschieden uns und wünschen einander alles Gute. Im Zug denke ich über das Treffen nach. Hat Fritz recht, wenn er argumentiert, dass der Höhepunkt von Hitlers Macht überschritten ist? Aber was soll das heißen? Sind wir noch mittendrin oder schon fast am Ende? Was hat es mit diesem Kreis auf sich? Wenn es wirklich so viele Menschen in hohen Positionen gibt, die bereit sind, Hitler zu stürzen, warum tun sie das dann nicht einfach? Okay, wir können den Kreis treffen. Warum lassen sie all diese Gräueltaten geschehen? Wie viele Menschen müssen leiden und sterben, bevor all dies vorbei ist? Ja, September 41, deutscher Sieg bei Kiew, britische Panzer für die USR und Stalin stimmt der Atlantik-Charta zu. Die Friedensziele. 26. September. Christian Sauer steht während unseres Treffens nervös auf. Nee, er sieht nervös aus. Ich frage ihn, ob es ihm nicht gut geht und er sagt, ich muss immer an meine Familie in Russland denken. Du hast Familie in Russland? Ja, mein Großvater kommt daher und da gibt es noch eine Tante, einen Onkel, ein paar Cousins, sagt er. Ich habe gehört, dass der Einmarsch der Wehrmacht der größte in der Weltgeschichte ist. Ich habe Furchtbares über die Kampfhandlung gehört. Ich mache mir solche Sorgen. Sei gewiss, wir sind alle für dich da. Okay, die Moral steigt der Truppe, wie wir sehen. Und hier gibt es ganz neue Optionen. Versteck, Information kaufen, Fabrik und ja und kritische Informationen, die wir aber nicht benötigen. Hier können wir auch nochmal neue Informationen kaufen. Brauchen wir im Moment auch nicht. Hier auch neue Informationen kaufen. Okay, das bringt uns erst einmal nicht weiter. Jetzt ist das Entscheidende, die Wehrmachtsuniform zu stehlen, so wie es aussieht. Wie sieht's aus? Ist YouTube eigentlich wieder da? Ich sehe hier viele YouTube-Kommentare. Ich glaube, das sind Privatdiskussionen, die da geführt werden. 23.16 Uhr, Leute. Aber ich kann doch jetzt nicht beenden. Wir müssen das irgendwie durchziehen, oder? YouTube geht wieder. Oh, sehr cool. Alles klar, das ist erfreulich. Gut, dass wir nicht ausgemacht haben. So, Leute, wir müssen die zweite Uniform stehlen. Das ist jetzt das Wichtige. Wir brauchen... Ah, wir haben leider diese ganzen Anforderungen nicht. Geheimhaltung und Empathie. Julius. Hier haben wir 6, 6, 5. Wilhelm ist mit dabei. Oh, oh, oh. Wie? Wir können, ach, wir können die Militäruniform nicht nutzen, um die Militäruniform zu stehlen. Das ist ja doof. Hilft uns noch irgendwas? Geld vielleicht. Geld hilft uns ein bisschen, was die Chancen betrifft. Hilft uns Knüppel. Ja, aber erhöht auch die Gefahr. Okay, das ist jetzt zum ersten Mal eine richtig riskante Sache. Hm.
Ja, hier können wir das Risiko minimieren, wenn wir nur Josef mitnehmen. Ich glaube, das ist besser. Weil der keinen Punkt hat. Ich würde sagen, wir wagen das so. Das muss jetzt irgendwie klappen. Nee, das Mädel erhöht die Gefahr, ne? Geld könnte man nochmal probieren, ob Geld irgendwie hilft. Ach so. Ja, aber Geld ist knapp. 60. Ja, es hilft ein bisschen. Aber ehrlich gesagt. Ah. Bei diesen Sachen kriegt man es dann meistens, auch wenn es überhaupt klappt. Ja, gut. Da kann Geld natürlich was machen. Komm, wir brauchen aber das Zeug hier. Das ist viel wichtiger. Wenn, dann könnten wir 10 noch dann nehmen. Wir brauchen jetzt diese. Das Blöde ist, wir brauchen. Warte mal, was brauchen wir nochmal? Wir brauchen für diese Aktion 3 Bücherpakete. Die Zeit wird echt langsam knapp, Leute. Das Problem ist, hier brauchen wir 1, 2, 3 Runden dafür. Das ist die vierte Runde. Dann müssen wir das noch klauen und dann diese Geschichte. Es muss jetzt irgendwie passieren. Wir brauchen hier 3. Und wir kriegen keine 3. Wir kriegen nur 2. Das ist doof. Was ist, wenn wir Josef hier einsetzen und das andere doch irgendwie ein bisschen riskanter noch machen? Okay, wir sind jetzt in einer echt heiklen Phase. An dieser Stelle kann die ganze Operation scheitern. Ach so, wir haben das nicht abgebrochen. Wir nehmen das mal komplett weg. Wir brauchen hier 3. Okay. Das hilft hier zumindest. Ja, so kriegen wir safe 3. Okay, das ist super wichtig. Das andere können wir theoretisch immer noch nebenbei machen. Die Frage ist, ob wir es jetzt mit anderen Personen riskieren. Oder gibt es noch irgendwas, was wir starten könnten? Es ist die Zeit für Risiken, ja. Das stimmt. Wohl gesprochen. Oh Mann. Oh Mann. Aber das ist ganz schön fett, ne? Ehrlich gesagt. Wir die einfach diese Runde zu Hause lassen. Das Problem, das ist jetzt nicht so zeitgen. Das ist, glaube ich, relativ simpel. Das kann auch einer machen. Nee, ich glaube, es ist klüger, wenn wir die Aktion nicht machen und die Leute lieber komplett einmal zu Hause behalten. Und dann ist das Risiko deutlich geringer. Brauchen wir eigentlich noch Geld? Warte mal, jetzt mal überlegen. Brauchen wir noch Geld? Wenn wir das machen, Bücher verbreiten, braucht kein Geld. So, dann müssen wir die Aktivitäten beobachten. Ja, dafür brauchen wir Geld. Bei der Aktion brauchen wir kein Geld. Also wir brauchen auf jeden Fall noch 40. Wir haben im Moment 0. Nee, wir müssen auf jeden Fall hier einmal Geld sammeln. Und die beiden, würde ich sagen, bleiben zu Hause. Dann sind die das nächste Mal gut dabei und können diese Aktion mit der Wehrmachtsuniform vielleicht machen. Oh Leute, das wird echt knapp. Das wird echt knapp. Ich kann jetzt nicht abbrechen. Ich muss das durchziehen heute Abend noch. Oh, YouTube hängt schon wieder. Ach Gott, meine Herren. So, das hat schon mal astrein geklappt. Kein Problem hier. So, jetzt kommen die Bücher. Shit! Wir verstecken uns. Bitte, lass es nicht abbrechen. Bitte, bitte, bitte. Nein! Scheiße, ich habe vergessen, wir kriegen ja nur die Hälfte. Das ist. Oh nein, ich habe es vergessen. Ich habe es verkackt. Ich hätte es riskieren müssen. Nein! Richtig, beim Verstecken kriegt man ja nur die Hälfte. Ach du Shit. Ach du Shit. Oh mein Gott, das ist möglicherweise die entscheidende Runde, die uns fehlt.
dieses eine fuckige Buch zu besorgen. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob es damit vorbei ist. Ist es damit vorbei? Können wir irgendwo parallel noch ein Buch bekommen? Mich interessieren jetzt gerade die Zeitungsnotizen nicht. Während einer Pause zieht mich Elise Hoffmann zur Seite. Es ist etwas passiert. Es könnte was Großes sein. Was ist passiert? Ich wurde von jemandem angesprochen, der behauptet, beim britischen Geheimdienst zu sein. Sie wollen mit uns zusammenarbeiten. Scheiße, vielleicht bringen die uns Bücher. Komm, jetzt müssen wir alles riskieren. Das ist fantastisch. Ja, Schaden, Andrich. Oh! Lieferung an den Secret Service. Können wir durchziehen. Als neue Aktion. Was kriegen wir dafür? Wir kriegen dafür auch nur wieder kritische Informationen. So eine Okay, warte mal. Warte mal. Gibt's noch eine Sache, die wir übersehen haben? Wir können, also wir müssen Bücher besorgen. Ah, dass ich daran nicht gedacht habe. Egal wo. Wir brauchen Bücher. So, gibt es noch irgendwo anders Bücher? Bücher drucken geht auch nicht schneller, weil wir auch das erstmal besorgen müssen. Also wir brauchen definitiv eine Runde, um an Bücher zu kommen. Diese Lieferungen sind total banal. Meines Erachtens gibt es nur diese eine Möglichkeit. So, dann haben wir noch 4 Runden. Wenn wir noch 4 Runden haben, verteilen wir die Bücher. Wenn wir die verteilt haben, haben wir noch 3 Runden. Dann beobachten wir die Wehrmachtsaktivitäten. Wenn wir das gemacht haben, haben wir noch 2 Runden. Dann klauen wir die Wehrmachtsuniform. Wenn wir das gemacht haben, haben wir noch 1 Runde. Das heißt, es ist noch nicht alles verloren, Leute. Wir müssen einfach parallel nebenbei noch den LKW stehlen. Das geht noch. Und wir müssen parallel den LKW stehlen und wir müssen parallel noch die Wehrmachtsuniform stehlen. Genau. Nebenbei. Okay. Na gut. Jetzt muss wirklich alles klappen, Leute. Jetzt muss wirklich alles klappen. Und nebenbei werden wir uns wahrscheinlich auch nochmal zurückziehen müssen, ab und an. Das ist ja wirklich mies. So, wir haben jetzt kein Geld mehr für diese Bücherschmuggelaktion. Das ist so blöd mit den Bücherpaketen. Das heißt, wir können jetzt gar nicht Bücher stehlen. Ich fasse es nicht. Hilft uns irgendein Kontakt? Das heißt, die ganze Rechnung geht nicht auf, oder was? Uns fehlen 8 Mark. Uns fehlen jetzt 8 Mark für den Mist. Das ist ja bitter. Das ist ja bitter. Das funktioniert nicht. Wenn wir jetzt nicht die Bücher stehlen, funktioniert das nicht. Hilft nichts. Okay. Ja, Minori. Okay, jetzt ist die Frage, gibt es als Alternativmöglichkeit noch was anderes, was wir tun können? Bei diesen Geschichten brauchen wir 3-mal Militäruniform, aber das ist genau dasselbe. Das ist genau dasselbe. Wir kommen an diese Militäruniform nicht mehr ran. Tja, bitter. Das war echt ein Fehler von mir. Durch einen einzigen Fehler. Ich meine, das hätte auch scheitern können am Ende. Aber man hätte es natürlich versuchen müssen. Tja, Leute, wie würdet ihr jetzt umgehen damit, mit der Situation? Tendenziell würde ich sagen, wir verhalten uns jetzt irgendwie ruhig. Wir sorgen dafür, dass wir überleben. Mehr können wir doch nicht mal machen, ne? Oder was nützt es jetzt noch, irgendwie große Risiken einzugehen? Nützt doch am Ende nichts. Ob es weitergeht? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, wie sie es gemacht haben nach dem 3. Kapitel. Nach dem ersten ging es weiter, wenn man es nicht geschafft hat. Erstmal Party machen. Ja, genau. Minori hat immer neu gestartet, alles klar. Ja, nee, also jetzt nochmal nachgedacht. Also, wir müssen Geld sammeln. Dann haben wir noch 4 Runden.
wir holen die Bücher, dann haben wir noch 3 Runden. Wir verteilen die Bücher, haben wir noch 2 Runden. Wir holen uns die Aktivitäten, die Informationen, haben wir noch 1 Runde. Dann können wir uns die Wehrmacht-Uniform stehlen und dann ist vorbei und dann können wir die Kinder nicht mehr retten. Wir haben es verkackt, es hilft nichts. King Kaito sagt, weiterhin versuchen, vielleicht passiert noch was Entscheidendes zu unseren Gunsten. Ja, vielleicht schenkt uns jemand Bücher. Oder vielleicht schenkt uns jemand eine Uniform. Okay, ich find's okay, diesen Weg zu gehen. Das finde ich irgendwo nachvollziehbar. Wir machen einfach weiter. Wir tun so, als wäre es nicht gewesen. Wir versuchen es einfach. Finde ich gut. Machen wir. Das heißt, hier wird Elise hingehen und Geld holen. Irgendjemand muss jetzt hier starten mit der Wehrmachtsuniform. Da hatten wir doch eine Variante, ne? Genau. Ja, das ist nicht so substanziell verbessert. Das bringt ja hier nichts. Okay. So, gut. Und da... Diese Geschichte werden wir nicht, glaube ich, mit 2 Mann hinkriegen. Da wollten wir ja die Uniform... Wobei, wir haben ja 1 Uniform. Das wird aber vermutlich nicht genügen. Der Knüppel wird hier... Der Knüppel hilft hier sogar ein bisschen. Nee, erhöht das Risiko noch höher. Könnten es auch später machen. Nee, wir kriegen ja jetzt eine Militäruniform. Dann machen wir das später. Das ist Quatsch, das jetzt zu forcieren. Wir sammeln einfach noch weiter Geld. Das ist, glaube ich, das Beste, was wir hier tun können. Die Informationen sammeln ist Quatsch. Mit dem Zwangsarbeiter können wir ja mal reden. Das finde ich eine gute Aktion. Ja. Und Wilhelm sammelt hier. Okay. Gehen wir weiter. So, 13 Mark gespendet. Jetzt kriegen wir die 2. Wehrmachtsuniform. Ja, und zwar problemlos. Elise sammelt Geld. Super gut, 33. Was? Es hätte so gut hinhauen können, Leute. Es hätte so gut hinhauen können. Das hat auch so gut geklappt. Ich fasse es nicht. So, wir kontaktieren den Zwangsarbeiter. Gibt uns Zugang zu einem Bereich, in dem Zwangsarbeiter untergebracht sind. Auch das lief problemlos. Okay, Hitler, die Sowjetunion ist besiegt. Im Sportpalast wird das gesagt. Frauen und Kinder aus Moskau evakuiert. Schneefall in Moskau, 10. Oktober. Während des heutigen Treffens beschwert sich Elise, dass sie nicht schlafen kann. Manchmal höre ich Bombenalarm im Schlaf, auch wenn es keinen gibt. Es ist schrecklich. Ich mache mir auch Sorgen. Wann kommt der Nächste? Es scheint, als ob die Angriffe immer häufiger werden. Und man muss sich fragen, wie viele Berliner und Hamburger und andere Großstädte denken, so wie wir. Wird Hitler die Unterstützung der Bevölkerung für diesen Krieg verlieren, wenn es uns hier zu Hause an den Kragen geht? Vielleicht. Aber stell dir vor, was ist, wenn die Royal Air Force und die anderen Alliierten es für nötig halten, auch noch Menschen und deutsche Städte mit Feuerbomben zu bombardieren? Was bedeutet das für uns? Moral minus 5. Okay, was gibt's denn hier Neues? Diese Streikorganisation. Nazi-Symbole zerstören, Kriegsverbrechen dokumentieren. Gut. So. Ablenkungsmanöver. Ah. Das ist sozusagen jetzt die neue Möglichkeit, die wir haben, um jetzt uns hier auch nochmal zu helfen. Aber im Moment sieht es ganz gut aus. So, dann ziehen wir das jetzt nochmal mit den Büchern durch. 1 bis 2 genügen für diese Aktion. 50 Mark geben wir... Ach, 2 Leute sind dafür auch noch nötig. Okay, muss ich mal gucken... Dann machen wir das jetzt mit dem LKW. Erstmal. Weil wir haben ja eigentlich jetzt 2 Militäruniformen. Ja, schaut mal. Das hilft jetzt richtig. Okay, wer ist hier noch gut? 7. Der hilft noch. Das müsste, glaube ich, schon reichen. Du könntest auch noch helfen. Aber nö, das reicht. Komm. So, dann machen wir... den Bücherschmuggel.
Das müssen zwei machen. Ja. Und Elise wird wieder Geld sammeln. Vielleicht spielt uns ja das Glück irgendwie in die Hände und wir... Keine Ahnung, was... Aber... Ja, mal ehrlich, was soll passieren? Wir kriegen durch Zufall noch irgendwo eine Wehrmachtsuniform. Vielleicht gibt es ja so ein Event. Keine Ahnung. Auf jeden Fall versuchen wir es. Ihr habt recht, nicht aufgeben. Das ist wichtig in diesem Moment. Nicht aufgeben. Nicht komplett den Kopf in den Sand stecken. So ist es. Elise Hoffmann besucht die treuen Unterstützer. 33. Gut, wieder gut gemacht. So, jetzt die LKW-Aktion. Wir brechen ein in den Parkplatz. Ja, diesmal ist Verstecken nicht falsch. Einen halben LKW kann man, glaube ich, nicht klauen. Wir haben die Uniform. Nein! Okay, sie kann auch noch abgebrochen werden. Aber gut, das ist nicht mehr zeitkritisch. Wir haben noch die Bücher. Befehl zur Deportation. Der Chef Kurt Dalüge unterzeichnet den ersten Befehl zur Deportation deutscher Juden. Ghetto und Tschernowitz, Moskau belagert. Während einer Pause unterhalte ich mich mit Josef Herzberg. Ich habe diesen Riefenstahl-Film gesehen, den über die Olympischen Spiele. Was ist deine Meinung? Nun, du weißt, dass die Regisseurin ein Nazi ist. Obwohl der Film keine offensichtliche Propaganda darstellt, vergöttert sie den Nationalsozialismus. Andererseits, und ich will es kaum zugeben, es ist ein Kunstwerk. Einfach erstaunliche Filmkunst. Können wir den Künstler von der Schöpfung trennen? Kann man großartige Kunst schaffen, auch wenn sie zugunsten der Nazis ist? Tja. Eieieiei. Okay. So, wir haben aber Gott sei Dank hier natürlich nochmal eine Chance. Die Gefahr ist ja auch nicht gestiegen. Insofern nicht den Kopf in den Sand stecken. Genau. Wir werden hier jetzt erstmal noch die Bücher verbreiten. Julius Scheuermann ist der ideale Mann dafür. Zwei benötigen wir allerdings. Das sieht richtig gut aus. Jetzt ist die Frage, wir versuchen es nochmal hier. Ja, das ist natürlich doof. Da, wohl, Christian ist eigentlich ganz gut dafür. Wir starten das so und wir machen hier nochmal das Spendensammeln. Das läuft im Moment ganz gut. So, der nächste Versuch, hier weiterzukommen. Okay, erneut macht Elise das großartig. Ohne entdeckt zu werden. Wir verteilen Bücher. Jetzt ziehen wir das aber mal durch. Okay, die Situation beruhigt sich. Wir bekommen ziemlich viele Unterstützer dadurch. Leider wurden wir allerdings gesehen, was die nächsten Aktionen erschweren wird. Und nochmal Industrie... Okay, diesmal hat es problemlos geklappt. Allerdings, ja, unsere Leute sind ziemlich gesehen worden. Oktober 41. Wehrmacht erobert Wjasma und Bjansk. Bomben auf Bremen und deutsche Polizeieinheiten erschießen Tausende von Geiseln bei einer Partisanenaktion. Wilhelm Irre hat beim heutigen Treffen verweinte Augen und scheint weit weg zu sein. Wilhelm, geht's dir nicht gut? Mein Bruder, ich habe euch von meinem Bruder erzählt, der eingezogen wurde, ja? Er ist tot, er ist in Russland gefallen. Nein. Im Namen der ganzen Gruppe spreche ich dir unser Beileid aus für den Tod deines Bruders. Zögere nicht, um Hilfe zu bitten. Moral 7, minus 7. Wir sind aber immer noch im grünen Bereich. Okay, jetzt wird es hier aber heikel. Hier gibt es neue Möglichkeiten, eine Party zu feiern. Wir haben aber sowieso nur noch zwei Runden Zeit, Leute. Zwei Runden, die wir nicht haben. So viel ist uns gelungen. Zwei Uniformen, ein LKW. Es scheitert wirklich an dieser verdammten letzten Uniform. Eine Runde. Unglaublich. So, kriegen wir das hier noch über die Bühne? 40 Mark dafür haben wir. Julius. Ei, das wird ziemlich gefährlich. Können wir hier mehrere Militär... Ja, können wir. Sehr gut. Christian können wir verbessern. Ich würde mal sagen, hier gehen wir auch nochmal in Richtung... Au, das sieht gut aus. Das schaffen wir. Vielleicht geht das sogar ohne Julius. Das geht sogar ohne Julius. Wer wäre hier noch ein guter Mann? Oder eine gute Frau? Josef sieht schlecht aus.
Das sieht doch auch gut aus. Wir können hier sogar noch eine Militäruniform reinbringen. Okay. Bin ich am Überlegen. Wir haben noch 104 Mark. Es gibt jetzt eigentlich nichts, was wir dringend machen müssen. Ja, uns fehlt einfach diese verdammte letzte Uniform. Ich würde sagen, tatsächlich, dass wir hier nochmal untertauchen. Sowohl mit Julius als auch mit ihm. Und hier geht Elise nochmal sammeln. Wer weiß, was noch nötig ist. Ja, Geld zur Vorbereitung haben wir teilweise gesehen. Okay. So, das Spenden sammeln. Mal gucken, ob Elise nochmal so super erfolgreich ist. Ja, ist sie. Ohne gesehen zu werden. Hervorragend. Die beiden können untertauchen. Und das ist nochmal ein bisschen riskant. Wir ziehen es durch. Okay, wir haben es geschafft, ohne gesehen zu werden. Also die Militäruniform ist echt viel wert. 31. Oktober. Juden müssen im Reich bleiben. Massendeportation von Juden beginnt. Schlechtes Wetter in Moskau. Elise Hoffmann betritt den Raum und sieht sehr aufgeregt aus. Sie lächelt uns an und sagt, erinnert ihr euch, wie der britische Geheimdienst Kontakt mit uns aufgenommen hat? Ja. Ja, sie haben eine Aufgabe für uns, falls Interesse besteht. Okay. Welche? Sie möchten, dass wir Korrespondenzen an einige Orte innerhalb Berlins liefern. Weißt du, worum es geht? Ich habe keine Ahnung, was in diesen Briefen steht, aber ich denke, wir sollten jede Gelegenheit nutzen. Ich meine, vielleicht ist das jetzt die letzte große Aktion, wo wir irgendwie noch was Relevantes machen können. Wir versuchen es mal. Was passiert jetzt? Ende der Szene. Okay, das ist noch eine Lieferung, aber das ist dieselbe, die wir schon mal hatten. Ach ja. Wir können die Uniform stehlen. Wir können sie stehlen in der letzten Runde. Oh mein Gott. Ja, es hilft nichts. Wir kommen da aber leider nicht zum Punkt. Wir kommen leider nicht zum Punkt. Ach, wie bitter ist das denn? Richtig knapp, wie ich finde. Aber wir ziehen es noch durch. Wir stehlen nochmal die Uniform. Und wir versuchen es nochmal. Halt, Wilhelm Irre kann noch verbessert werden. Geheimhaltung, Empathie. Dann verbessern wir nochmal seine Geheimhaltung. Versuchen wir das Ganze nochmal mit ihm und Christian. Nee. Wer wäre hier noch ein Kandidat? Ich will die Gruppe jetzt natürlich jetzt nicht total... Können wir den LKW eigentlich nutzen? Ja! Der LKW ist ja gut, sehe ich gerade. Der ist ja richtig gut. Geld brauchen wir, glaube ich, hier nicht bei der Aktion. Die Militäruniform nützt uns. So, wir ziehen es wenigstens irgendwie durch. Josef bleibt und hier wird nochmal am Ende... Oder wartet mal, die Alternative ist, wir könnten auch, wisst ihr was, das wäre jetzt echt eine gute Möglichkeit, das zu beenden. Wir könnten auch die Sache mit der Uniform sausen lassen und am Schluss einfach noch eine Feier machen, dass wir leben, dass wir überlebt haben, dass es irgendwie weitergeht. Kontakt? Welcher Kontakt? Wartet, wo ist hier noch ein Kontakt? Den Kontakt treffen. Beweise verschwinden lassen. Niemand kann uns helfen bei den Kontakten. Okay, der Chat war ganz empört. Ich vergesse die Kontakte. Entschuldigt, Leute. Ich war so in Rage. Das wäre natürlich jetzt noch bitter gewesen, wenn ich jetzt durch Ignoranz gegenüber dem Chat es noch versagt hätte. Okay, ein Versuch war es wert. Leute, entscheidet mal. Wollen wir jetzt so mit Diensten nach Vorschrift beenden, hier noch irgendwas klauen oder wollen wir am Schluss eine Party feiern? Die Wir-Retten-Deutschland-Party.
Zwangsarbeitern helfen. Ja, wir können denen nicht so richtig helfen. Wir können nur einen Streik organisieren. Ich bin mir nicht richtig sicher, ob das irgendwie eine wirkliche Hilfe ist, ne? Wir können nichts verteilen, nee. Der Chat ist unentschieden zwischen Clown und Party. Keine Party, das ist unpassend. Wo muss das Paket hin? Ja, das habe ich auch nicht irgendwie gesehen, wie das mit dem Paket läuft. Das ist. Möglicherweise gibt es da noch eine Voraussetzung. Ich sehe das Paket nicht. Das wäre natürlich noch eine Aktion. Ich glaube, das ist einfach nur diese. Das sind diese. Keine Ahnung, wo das hin ist. Der Plan, die Kinder zu retten, ist gescheitert. Darauf eine Party, besser nicht. Ja, okay, ich meinte, man muss es natürlich nicht so betreiben. Ne? Was gibt es denn hier für Partys? Eine Party feiern in der Nähe des Bauernhofes. Ja, das ist alles das, ne? Ja. Wir wissen eigentlich nicht, dass es nicht schaffen kann. Okay, das ist ein gutes Argument. Und das Argument, dass wir eine Party feiern, weil wir... Oder mit dem Wissen, dass wir unser Ziel nicht erreicht haben, dass es zynisch ist, das kann ich auch verstehen. Ja, kann ich auch nachvollziehen. Machen wir nicht. Wir gucken nochmal, ob wir hier helfen können, bei einem Streik das zu organisieren. Mit Militäruniform. Das hilft uns tatsächlich ein bisschen. Dann machen wir hier noch ein bisschen was Gutes. Immerhin ein Streik. Uniform klauen. Mal gucken, wie das Ganze zu Ende geht. 50 Unterstützer sind immerhin am Ende geblieben. Mal gucken, ob wir die Uniform kriegen. Ja, tatsächlich, das hat geklappt. Zwangsarbeiter organisieren einen Streik, um für ihre Rechte zu kämpfen. Der Streik ist ein Erfolg. Er erreicht viele Menschen, viele, viele Unterstützer noch dazu. Okay, ich verlasse gerade das Haus, als mir Hildegard Pitz begegnet. Haben Sie schon gehört? Fragt sie. Was gehört? Man hat die Gutmanns abgeholt. Unsere Straße ist jetzt judenfrei. Endlich. Ich frage mich, warum das so lange gedauert hat. Sie haben die Gutmanns abgeholt? Wir hatten doch ein Versteck für die organisiert, oder? Wann war das? Heute Morgen. Die Gestapo ist gekommen und hat sie mitgenommen. Es sah so aus, als wären sie vorbereitet gewesen. Sie hatten die Koffer gepackt und alles. Haben Sie sie gesehen? Ja, ich habe es von meinem Fenster aus gesehen, sagt Frau Pitz. Ich habe gehört, dass Sie die Juden in die Synagoge in Moabit gebracht haben, die in der Levitzow-Straße. Glauben Sie, Hermann und ich können jetzt in die Wohnung einziehen? Wie bitte? Die Wohnung der Gutmanns ist größer. Hermann hätte gerne ein eigenes Zimmer. Er ist in einem Alter, in dem er nicht mehr mit seiner Mutter im selben Zimmer schlafen möchte. Ist das alles, was Sie jetzt interessiert? Machen Sie sich Sorgen um die Juden? Fragt Hildegard. Brauchen Sie nicht. Die werden umgesiedelt, wo sie hingehören, in den Osten. Jede Rasse sollte dort leben, wo sie von Natur aus hingehört. So hat es der Führer vorgesehen. Ich glaube nicht, dass das ihr Schicksal sein wird. Ich denke an Hannah, die mir im Kino erzählt hat, wie Wehrmacht und SS im Osten Tausende ermorden. Ohne mich zu verabschieden, lasse ich Hildegard Pitz stehen und fahre mit der U-Bahn nach Moabit. Dort angekommen, gehe ich so schnell ich kann zur Levitzow-Straße. Vor der Synagoge stehen zwei Lastwagen. Eine Gruppe von Männern in SS-Uniform bewacht den Eingang. Wir beobachten die Szene. Die Wachen treten zur Seite, als eine Menschenmenge aus der Synagoge strömt. Ein SS-Offizier befiehlt ihnen, auf die Pritsche bereitstehende Lastwagen zu klettern. Es scheinen nur alte Menschen und kleine Kinder zu sein. Jeder von ihnen trägt einen Koffer oder eine Tasche. Die Lastwagen sind jetzt mit Menschen vollgestopft, aber die Soldaten zwingen immer noch mehr zum Aufsteigen. Erst als niemand mehr aus dem Gebäude kommt, fahren sie los. Nach Abfahrt der Lastwagen kann ich durch die offene Tür der Synagoge blicken. Sie ist voller Menschen, es müssen Hunderte sein. Viele von ihnen sehen aus, als hätten sie die Nacht dort verbracht. Endlich ist es soweit, sagt ein Mann in einem blauen Mantel, der neben mir steht. Was meinen Sie? Die große Umsiedlung, der Exodus, die große Säuberung. Sieht so aus, als wären die Tage des Chaos und der Rassenschande in Berlin endlich vorbei. Man bringt die Juden hin, wo sie hingehören. Wohin gehören sie denn? Nirgendwohin, lächelt er. Ach, schauen Sie, es hat aufgehört zu regnen. Heil Hitler, sagt er und geht die Straße hinunter.
In der Synagoge geschieht etwas. Die SS-Männer treten wieder zur Seite. Ich gehe näher an die Synagoge heran, um die Geschehnisse besser zu verfolgen. Menschen strömen aus dem Gebäude auf die Straße. Sie werden bewacht von Soldaten und SS-Offizieren, die ihnen Befehle zurufen. Sie bilden einen Zug. Passanten nähern sich, um einen Blick zu erhaschen, aber die Polizei hält sie auf Distanz. Wir beobachten das. Immer mehr Menschen strömen aus der Synagoge und weichen auf die Straße aus. Es ist schwer vorstellbar, dass all diese Menschen dort drin waren. Ich versuche, die Gutmann zu entdecken, aber kann sie zwischen all den unbekannten Gesichtern nicht finden. Wenn ich nur näher ran könnte, aber die SS-Wachen schieben umstehende Passanten aggressiv zur Seite. Der Zug der Gefangenen beginnt sich, die Straße entlang zu winden. Ich wähle eine Stelle entlang des Zuges, die so weit wie möglich von den SS-Wachen entfernt ist und warte, bis die Gefangenen vorbeilaufen. Die Menge ist riesig, Männer, Frauen, Kinder, jeder trägt ein Stück Gepäck. Ich bin kurz davor aufzugeben, da sehe ich endlich die vertrauten Gesichter der Gutmanns von Louis Paula und ihrem Sohn Elias. Louis erkennt mich, er kommt herüber und flüstert so leise, dass ich ihn kaum verstehen kann. Was zum Teufel machst du hier? Ich wollte sehen, ob ich euch helfen kann. Und kannst du das, zischt er? Dann blickt er zu Boden. Tut mir leid. Danke, dass du gekommen bist. Ich weiß das zu schätzen, aber wie du siehst, geht es uns gut. Wir laufen nur zum Bahnhof Grunewald. Von dort fahren wir in unser neues Zuhause. Und bringen sie euch nach Osten. Sie sagen, es gibt Gegenden, in denen wir leben können. Sie wollen uns einfach nicht mehr hier haben. Aber keine Sorge, es wird uns gut gehen. Wir Gutmanns haben immer unseren Weg gefunden. Plötzlich fängt er an zu weinen. Tränen rinnen über seine Wangen. Kann ich was für euch tun? Es ist nur, schluchzt er jetzt, Elias, warum ist es nicht genug, den Erwachsenen das anzutun? Warum auch unseren Kindern? Was haben ihnen die Kinder getan? Warum können sie nicht einfach nur mich umbringen und meinen Jungen verschonen? Ein SS-Offizier taucht auf und stößt Louis von mir weg. Dann brüllt er mich an. Zum letzten Mal gehen sie weg von den Juden oder sie werden sie begleiten, habe ich mich klar ausgedrückt. Trete auf den Bürgersteig zurück, einen kurzen Moment noch kann ich Louis sehen, dann verschwindet er in der Menge. Für die Gutmanns gibt es kein neues Zuhause im Osten, ich weiß es. Louis weiß es und der SS-Mann, der mir gedroht hat, weiß es auch. Ich werde Louis, Paula und Elias nie wiedersehen. Im Oktober 1941 begann das Regime, Tausende von Juden in den Osten zu deportieren und dort zu ermorden. Trotz dieser fürchterlichen Verbrechen und obwohl sich immer mehr abzeichnete, dass das Reich den Krieg nicht mehr gewinnen konnte, unterstützten die meisten Deutschen weiterhin Hitler und das Regime und der Vernichtungskrieg ging weiter. Deine Gruppe hat so viele Unterstützer rekrutiert und ist so überzeugt von dem, was sie tut, dass sie selbst in der dunkelsten aller Zeiten bestehen kann. Ende von Kapitel 3. Ja, ich glaube, es war gut, dass wir nicht noch eine Party gefeiert haben. Und irgendwie passt es vielleicht auch, dass wir es nicht geschafft haben, diese Kinder zu retten. Es war ein utopischer Wunsch, offenbar. Es war sauknapp.